So, einen schönen guten Abend in die Runde. Wir springen mal direkt durch einmal, ob tontechnisch alles klappt. Thomas, sag du kurz ein, zwei Sachen. Ja, hallo aus München. Läuft. Andreas? Hallo. Yes, Jens? Moin. Bisschen leise, Helmut? Guten Abend. Perfekt. Matthias? Ja, servus. Rockt. Können wir direkt losstarten. Heute sind wir wieder in größerer Runde unterwegs und wir wollen heute das Live-PV-Quartett so ein bisschen entschärfen, sage ich mal, denn die Ertragsdaten, die wir mir gezeigt haben, ja, die waren halt schon langsam ein bisschen langweilig, fand vor allem der Thomas. Deswegen haben wir das ein bisschen zurückgefahren und wollen. Unter Andreas. Bitte? Unter Andreas. Unter Andreas, ich ja. Alleine gewesen sein. Deswegen wollen wir heute mehr ein bisschen mehr andere Inhalte bringen. In dem Fall der Titel ist sozusagen Safety First. Was kann man alles oder was sollte man alles beachten? Insbesondere, wenn man eine PV-Anlage mit Speicher baut. Da haben wir ein paar Folien vorbereitet und ein paar Bilderchen. Und auch ein Video hat der Matthias zugesteuert von der LFP-Zelle, die man hier im Hintergrund sieht, mit dieser lustigen Schraube drinnen. Da wurde einfach eine Schraube stumpf durchgebohrt und dann eben geguckt, was passiert. Don't try this at home, nur mal so als Info. Aber wir gucken einfach mal, es ist alles unter kontrollierten Bedingungen, von Profis gemacht worden in dem Fall. Hoffe ich, Matthias. Ja, es geht. Und wir gucken uns einfach mal an, was da eben passiert ist oder eben nicht passiert ist. Also es wird spannend. Ich gucke gerade, wir sind schon bei gewaltigen, oh Alter, jetzt geht es hier hoch, 700 Teilnehmern. Ich glaube, der Andreas, der ist als Zugpferd wieder maßgeblich daran beteiligt. Also ich glaube, die 1000 Viewer werden wir auf jeden Fall knacken. Jeder, der zuguckt, ist auch eingeladen, beim Live-Chat teilzunehmen. Also egal, über welchen Channel ihr eingestiegen seid, ihr könnt hier mitchatten und eure Chatnachricht wird dann rechts im Video erscheinen. Und wir versuchen dann ja entweder direkt darauf zu antworten, wenn es kleinere Sachen sind, oder der Thomas als unser Moderator wird sich Fragen pinnen und dann entsprechend einstreuen, wenn es thematisch eben passt. Und ja, meistens ist es so, wir können nicht alle Fragen immer beantworten. Sorry dafür. Aber wir gucken, dass wir möglichst viele eben beantworten. Wir gucken heute auch, dass wir so in 1,5 Stunden durchkommen. Wahrscheinlich eher, wenn es 2 Stunden plus. Aber die Erfahrung hat ja gezeigt, muss nicht schlimm sein. Die meisten Leute, die steigen gefühlt erst so nach einer Stunde ein und bleiben dann auch mit dabei, egal wie lange es dauert. Aber wir versuchen trotzdem mal, so 2 Stunden zu fixieren. Also Thomas, guck drauf auf die Zeit und peitsch uns so ein bisschen aus, falls es doch nicht hinhaut. Mach ich. Sehr cool. Dann, ich habe hier gerade bisschen Probleme mit meinen Folien. Nochmal kurz eine Info. Hier habe ich ein Screenshot gerade gekriegt vom Tobias Obenland. Also das ist mein Luxon-Supplier der Wahl sozusagen. Jetzt müsste ich eigentlich noch Werbung einblenden. Und der hat mir gerade geschickt, so ja, die Qual der Wahl, über welchen Channel steigt er ein? Also wir streamen heute über mehrere Channels. Jeder Channel, der dran beteiligt ist sozusagen, den findet ihr in der Videobeschreibung. Und wir würden uns natürlich super, super freuen, wenn ihr die Channels dann Reihe nach abgrast, ein Kanal-Abo dalasst und entsprechenden Videos eben auch ein Like gibt. Jo, dann weiter im Programm, dass wir keine Zeit verlieren. Ich komme hier gerade noch nicht so ganz klar mit dem Weiterspringen. Ah, hier glaube ich, genau. Also heute sind wir zu 6 unterwegs. Die Anlagen, die kennen die Stammzuschauer wahrscheinlich schon alle. Bis auf eine hier in Kasing, das sieht doch ganz neu aus, denn das ist die Anlage von Matthias. Vielleicht Matthias, du warst noch gar nicht dabei, die meisten werden dich vielleicht schon kennen. Erzähl mal, was machst du so, wo kommst du her und überhaupt? Ja, ich bin der Matthias, Kanal Energie und Hobby, bin eigentlich in Anführungsstrichen nur gelernter Elektroniker arbeite seit 2009, glaube ich, oder so bei der Bundeswehr. Zivilangestellter Elektronik und bin eigentlich hauptsächlich zuständig für so Flugbahnvermessungssysteme, sind so optische Kamerasysteme. Also viel Messtechnik, viel Genauigkeit und da glaube ich, kommt da irgendwo mein, sag jetzt mal, leichter Schaden her, was irgendwo Messtechnik betrifft und ja, alles ein bisschen kontrollieren und machen und so. Genau. Und ich habe gelesen bei Hager, nur wer was misst, der kann auch was optimieren oder verbessern. Also das fand ich ganz interessant. Ja, und nur wer irgendwas misst, der misst auch Mist. Also ja, natürlich auch. Kann auch passieren, ja. Genau. Ja, sehr cool. Also ich habe deinen Kanal auch schon lange auf dem Schirm, habe mir schon viele Videos von dir angeguckt und ich weiß gar nicht, Andreas, du warst, glaube ich, der den Matthias so vorgeschlagen hatte für die Runde. Sehr, sehr geil. Ich glaube, du passt super gut in die Runde rein. Auch mit deiner Anlage, die auch in einigen Punkten auf jeden Fall anders ist als unsere Anlagen. Von daher springen wir direkt mal in deine Anlage rein und gucken wir mal, was da los ist. Bevor wir in deine Anlage reinspringen, nochmal ganz kurz, worum geht es heute so wahrscheinlich 90% der Zeit? Wir gucken uns eben an, vom Dach angefangen über den die Haus oder bis zur Hauselektrik,
DC- und AC-seitig, was man eben alles beachten muss, gucken uns da verschiedene Unterpunkte an und so weiter und so fort, was unserer Meinung nach eben besonders wichtig ist, was man, wo man am besten keine Fehler machen sollte, weil kurz- oder langfristig, gerade bei den hohen Strömen, die fließen, kann es schon schnell irgendwie ins Auge gehen. Warte mal, ich muss hier wieder umblenden. Sorry, so rum. Zack. Nochmal ganz kurz, 30 Sekunden in eigener Sache. Ich bin gerade ein bisschen angefressen. Ich habe es in meinem letzten Short auch gezeigt. Die Elektronanlage, die spackt gerade ein bisschen rum. Lief jetzt irgendwie ein Jahr total stabil. Ich habe aber nichts geändert oder irgendwas. Und jetzt irgendwie, ich glaube, letzten Samstag oder so, kam hier die Meldung, BMS Connection Lost. Jo, und ich war halt irgendwie an AC-Out angeschlossen, mein Haus, im Notstrombetrieb sozusagen. Ja, und dann ging halt einfach mal die Lichter aus. Zum Glück nur nachmittags, hat keinen gestört. Aber hier sieht man, der Battery Aggregator, den ich hier benutze, der sagt hier Not Connected. Und irgendwie gibt es da auch ein Problem wohl im Hintergrund mit Deeper Serial Battery, dass die SOC-Werte, die stimmen nicht. Und es scheint irgendwas in der, meiner Meinung nach, softwareseitigen Installation da irgendwie in den Setups irgendwie kaputt zu sein. Ich weiß es aber auch nicht, warum. Und das Spannende daran ist, ein Blogleser von mir, der hatte genau zur selben Minute sogar an dem Samstag das gleiche Problem oder dasselbe Problem, dass sein Battery Aggregator eben auf Not Connected gesprungen ist. Ich habe jetzt auch keine Lösung. Ich wollte es einfach mal in die Runde reinknallen. Ich habe es auch schon mal mit euch geteilt. Ihr hattet irgendwie auch keinen Plan. Vielleicht liest irgendjemand mit, der vielleicht ähnliche Probleme hat und das Ganze irgendwie aufklären kann. Würde ich mich super freuen, wenn sich derjenige dann bei mir irgendwie per E-Mail meldet oder so. Also am besten an jörg@meintechblog.de. Jo. Also starten wir direkt los zur Anlage von Matthias. Ja, erzähl mal, was hast du denn hier alles gebaut? Ja, also die Anlage, die hat sich so über die Jahre entwickelt. Angefangen haben wir mit einer Ost-West-Anlage mit 9,18 kW, also recht klassisch das Ganze noch bauen lassen, ganz am Anfang auf dem Dach oben. Ja. Also hier quasi auf der Dachseite und auf der andere, die man jetzt hier nicht sieht? Genau, Ost-West, genau oben. Dann oben ist halt noch Dacheinspeisung, deswegen war ich ein bisschen vorsichtig am Anfang. Und das hat im Sommer super funktioniert, sage ich ganz ehrlich, aber Ost-West im Winter ist halt eher so, naja. Und dann habe ich halt mal überlegt, wie ich das Ganze irgendwie ein bisschen verbessern kann. Habe angefangen, auf der Garage, also rechts, diese drei Anlagen da oder diese drei Winkel. Und da habe ich dann mal angefangen, das Ganze zu erweitern. Ursprünglich noch mit gebrauchten Modulen. Das war dann ein bisschen Zirkus mit ja, Netzversorger und so weiter. Irgendwann habe ich das dann umgebaut von einem PIP 4848, was das war, irgend so ein Inselwechselrichter. Auf dem Victron, ein 3000er damals noch, und es hat sich dann so weiterentwickelt. Jetzt sind es 30 Kilowattstunden Batteriespeicher und drei Phasensystem. Genau, den wir gleich auch noch, der ist echt spannend. Also du hast hier echt platzmäßig super, super gut ausgenutzt. Warum hast du es aufgeständert oder was war so der Hintergrund? Ja, dass ich das Maximale irgendwo rauskriege für den Winter. Also mir war es einfach wichtig, dass ich für den Herbst und für den Winter recht steile Anlagen habe. Und da ist es dann so. Südseite, ne? Das ist auch Südseite dann? Ja, genau, das ist genau Süden, also ziemlich genau. Und die Fassade da links, die kam erst heuer, letztes Jahr im Oktober habe ich die dazu gebaut. Da ja, ne? War vorher Solarthermie drauf. Und das habe ich also umgebaut auf Photovoltaik, weil es mit Wärmepumpe wenig Sinn macht. Ja. Du hattest auch gesagt, das performt jetzt so viel besser als so diese Warmwasser-Geschichte? Ja, also deutlich besser als vorher. Also würdest du es empfehlen, jemand, der sowas hat, das runterzureißen, oder? Ja, also wenn man einen vorhandenen Pufferspeier hat und ein Heizsystem mit hohen Temperaturen, also irgendein Pelletkessel oder so, dann macht Solarthermie durchaus mehr Sinn. Aber mit vorhandener Wärmepumpe und Fußbodenheizung und so Geschichten oder mit allgemein niedrigen Temperaturen macht PV auf jeden Fall mehr Sinn. Das muss man jetzt, so fair muss man sein. Also das ist schon besser, auf jeden Fall. Hast du da irgendwie Probleme hier mit so Windlasten oder irgendwas? Da stelle ich mir vor, da kommen wir später auch nochmal zu einer Folie. Da geht bestimmt ganz gut die Party ab, oder? Bis jetzt nicht. Also der linke Teil von dieser Fassadenanlage ist Überhang. Wo man sowas sieht, also das Gebäude, wo man das sieht, das ist quasi oben, wo der Zaun ist, oder dieses Geländer, da ist dann Ende. Mhm. Und das ist dann so ein recht massiver Stahlträger oben mit Überhang und das ist natürlich auch abgespannt und alles und schon gut verstrebt, aber ich habe jetzt da nichts gerechnet. Ich habe mich da hingehängt ein paar Mal und gesagt, okay, wenn es mich aushält und gar nicht nachgibt, dann wird es schon halten. Aber das, bis jetzt war nichts, es waren schon ein paar ordentliche Stürme. Ich denke, das hält ja. Gut. Ja, spannende Konstellation. Kannst du die einzelnen Panelgruppen auch auswerten über MPPTs oder wie sind die angebunden? Genau, also ich habe das auf meinem Kanal ja auch schon längere Zeit gemacht. Also ich habe für jeden Winkel quasi einen eigenen MPPT
Laderegler rechts, das ist DC angebunden und diese Fassadenanlage, die ist mit AC, also mit einem normalen Solax-Wechsel. Also da wollen wir das nächste Mal auf jeden Fall eine Auswertung sehen, wo du den Winter mal zeigst, wie die verschiedenen Ausrichtungen da performen. Das würde mich auch super interessieren im Verhältnis zueinander. Weil man sagt ja, also es gibt ja zwei Meinungen. Einmal sagt man, ja, im Winter ist es eh meistens so diesig, das macht die Ausrichtung irgendwie nichts aus. Aber wenn halt die Sonne mal rauskommt, dann bombastisch, also wird die Anlage hier auf jeden Fall echt und das hier, was so komplett aufgeständert ist, brachial performen, denke ich. Genau so ist es. Also wenn diesig ist und Nebel und so, dann wäre es eigentlich besser, wenn es relativ flach wäre. Es macht aber eben auch nicht viel aus, also da kommt ja eh nicht viel runter. Aber wenn die Sonne knallt, dann geht die Party ab. Die Fassadenanlage hat teilweise über 100% Leistung. Ja, krass. Vor allem, weil es halt so kalt ist, ne? Krass. Ja, genau. Also, ja, sehr cool. Ich habe mal ganz kurz die Zahl reingeschmissen. Von Oktober jetzt bis Februar hat die 4,2 kW-Anlage, also die Fassadenanlage, gut 1000 Kilowattstunden. Das ist echt krass. Ja, das ist echt krass. Ja, also Jens, du musst alles irgendwie umbauen auf Südausrichtung, komplett aufgeständert. Ich gehe gleich eine Runde weinen. Ja, also meine Anlage ist ja auch total beschissen, in Anführungsstrichen, was Winter angeht. Ich habe ja auch ein Gap von Sommer zu Winter, 1:12 glaube ich war es. Also da bin ich auch echt am Weinen immer im Winter, wenn ich solche Anlagen sehe, das ist schon echt geil. Also da, eigentlich müsste man komplett, wenn man ein Haus baut oder irgendwie das komplett so auslegen, dass man komplett so die Fassade nach Süden hin zuknallt, so wie du es jetzt hier gemacht hast, weil das ist echt bombastisch, weil wir merken es ja gerade jetzt, das Teil der Tränen ist vorbei, spätestens jetzt im März, man hat wieder viel zu viel Überschuss, aber man braucht die Energie eigentlich dann eben im Winter, da ist sie knapp. Ja. Richtig. Übers Jahr gesehen, würde mich vielleicht auch mal interessieren, was die hier komplett pro Kilowatt Peak sozusagen pro Jahr erzeugt, weißt du das? Kann ich noch nicht sagen, weil ich ja die erst ab Oktober jetzt drin habe. Ja. Okay. Dann spuren wir dann einfach ein paar PV-Quartett-Folgen vor und dann. Genau. Sehr cool. Gibt es schon an die Fragen, Thomas, oder ist alles im grünen Bereich? Noch nichts, was ich jetzt einwerfen würde. Cool. Ich speichere sie weg und ich schreibe auch den Leuten, wenn ich sie wegspeichere. Also läuft. Dann kommen wir schon so ein bisschen in die erste sicherheitskritische Thema rein. Die Batterien, das sind ja immer so ein Thema bei uns und du bist bei uns der Einzige, der hier so NMC-Zellen hat. Also, das ist schon. Crazy Shit. Ich glaube, das sind auch mehrere Hunderte oder so, was du erzählt hast. Ja, das sind 28 Module mit 12 Zellen und sind von VW, sind die mit 25 Amperestunden pro Zelle. Also insgesamt brutto so um die 30 Kilowattstunden. Ja, sag mal, wenn was passiert, ich glaube, dann gehe ich einfach raus und warte, bis es vorbei ist. Bis alles niedergebrannt ist. Ja, also NMC-Zellen, für die, die es nicht wissen, also wenn eine Zelle irgendwie ein blödes Verhalten, sage ich mal, hat, dann sich erhitzt, dann wird halt Sauerstoff irgendwann frei auch und dann ja, wirkt es halt, also ist es eine Kettenreaktion quasi, die von einer Zelle anfängt und die geht dann über alle über und ja, irgendwann macht es halt Puff wahrscheinlich im schlimmsten Fall. Ja, genau. Also wie gesagt, die Zellen, das sind jetzt die unauffälligsten Wesen, die es irgendwo gibt aktuell, sind von Panasonic relativ wenig Energiedichte. Also die gleiche Zellgröße gibt es auch mit 37 Amperestunden, die haben jetzt 25. Das macht halt auch einen gewissen Teil von der Sicherheit aus, sage ich mal. Und die sind so Second Life von irgendeinem ID3 oder irgendeinem Gedöns, oder? Ja, die kommen ursprünglich, damals ging das noch aus der Audi raus oder bei VW raus. Die wären eigentlich verschrottet worden, komplett. Hm. Hatten einen Deckel oben drauf, einen Kunststoffdeckel, wo irgendein Problem war, falscher Kunststoff, und dann wurden die irgendwie entsorgt. Ach krass. Und dann hat das eine Firma rausgekauft und dann irgendwo weiter verschachert. Also alles zum Glück offiziell, sonst könnte ich es ja nicht sagen, ja, wäre blöd. Kannst du sagen oder willst du sagen, wie viel du pro Kilowattstunde runtergerechnet bezahlt hast? Ich habe damals zahlt 120 Euro ungefähr pro Kilowattstunde. Aber schon länger her dann? Ist schon länger her, ja. Es war damals richtig gut. Es war günstiger als die LFP. Und ja, aber wie gesagt, die ganze Zellabsicherungsgeschichte, das hat mich viele schlaflose Nächte gekostet, sage ich ganz ehrlich. Ich habe es dann so ähnlich gemacht jetzt wie Tesla mit diesen Einzelzellverbindern, sage ich mal. Hier, das sind, ich habe es dann versucht, so ein bisschen zu vergrößern. Das ist hier so ein ganz dünner Draht sozusagen. Das heißt, wenn da irgendeine Überlast oder irgendwas kommen würde, würde er einfach durchschmoren. Genau, ist alles Eigenbau. Es ist mit einem 3D-Drucker und alles hergebogen per Hand. Also, ach so, jetzt sind so Clips, diese grünen? Ah, okay. Ja, genau. Das ist alles Eigenbau. Und ja, bei ungefähr so 25 bis 30 Ampere fliegen diese Sicherungen. Ja,
das ist so die Hoffnung, wenn es irgendwas ganz grob irgendwo falsch ist, irgendwo, dass die, diese Teile einfach fliegen. Ja, krass, jetzt verstehe ich auch. Also diese schwarzen Mopeds hier, das sind auch so wahrscheinlich PETG oder irgendwas gedruckt? Ja, das ist, ja genau. Oder ABS oder weißt du, Kugel was? PETG ist das, genau. Mhm. Ja, ist ja relativ temperaturbeständig. Ja, krass. Ja, abgefahren. Krasses Ding. Ja. Ja, hat bestimmt einige Stunden gekostet, allein diese Drähte hier. Alles ja, war so. Aber technisch gefällt mir das sehr gut. Also sieht mega aus, sieht mega aus. Abendbeschäftigung. Dann springen wir mal direkt weiter zu deiner Anlage. Also hier sieht man die Wand. Ist wirklich so eine Wallbox, in Anführungsstrichen. Eine Wallbox mit Batterien. Ja, komplett genau. An die Wand genagelt. Wie viel Kilo wiegen die? Wahrscheinlich auch um die 100 oder? Nee, mehr. Mehr, ja, schon mehr. Ich kann es gar nicht sagen, was das so ein einzelnes Modul wiegt. Aber es sind so Schienen an der Wand und da habe ich die einfach mit der Originalhalterung da ja, festgeschraubt. Die Zellen, die sind normalerweise mit 6S2P verschaltet. Die habe ich dann aus dem Gehäuse quasi rausgelöst und andersrum wieder rein, dass das alles auf einer Seite ist. Und dann funktioniert das relativ gut. Aber es ist halt viel Arbeit. Also es macht heute aus heutiger Sicht definitiv keinen Sinn mehr. Also muss man auch sagen an der Stelle. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also würdest du nicht nochmal so machen? Weil ich meine, nee. LFP-Zellen, wo sind die gerade, Jens? Du hast gerade eine Hardcore-Bestellung durchgedübelt. Ja, so um die $60 für die Grade-A-Dinger. Für 280 Ampere-Stunden, ne? Ja. Verrückt. Also DDP quasi bis zur Haustür. Nee, da kommt noch DDP drauf. Und aber das ist halt der reine Zellpreis. Du kommst dann hinterher mit allen um und dran so um die paar 70 Euro raus. Ja, verrückt. Also ist echt krass. Und da hast du ja dann auch nicht ganz eine Kilowattstunde an nutzbarer Kapazität. Ein bisschen wobei weniger. Du halt dazu sagen musst, wir haben da halt Palettenware bestellt und dann wird das Ganze halt deutlich günstiger, als wenn du jetzt irgendwie einzelne 16 Zellen bestellst oder so. Ne? Aber es sind ja auch Grade A, die normalerweise auch nochmal teurer sind. Ja, ja. Kommen wir später auch nochmal dazu. Habe ich auch ein paar, ein Bild, glaube ich, auch noch drinnen von dir. Genau, dann hast du hier, geh mal weiter, hier eine fette Bassbar. Mit Minus und Plus am ja, Start, genau. Wo alles zusammenläuft sozusagen. Auch custom-made sehe ich hier auch mit 3D geprinteten Abstandshalter und Gedöns. Was ist das für eine Platte hier? Das ist eine normale Holzplatte, die werden bloß drauf geschraubt und ja, das unten der NH-Trenner drin, das passt halt bei den 3 Multiplus. Mhm. Genau, das passt halt super mit den 3 Sicherungen für den Multiplus oder für die 3 Multiplusse. Und ja, ein bisschen Item-Profile und das Ganze ist dran gedübelt. Jetzt ist halt aktuell alles zu und verkleidet vorne, also die Batterie zumindest, dass nichts passieren kann. Und ja. Und hier hast du deine Laderegler am Start noch? Genau. Also die 3 Laderegler, das ist quasi diese Garage, die man vorher gesehen hat. Rechts da die neue. Mhm. Und auf der rechten Seite ist das nicht drauf auf dem Bild, da ist noch, hängt noch ein Solax an der Wand. Hm. Genau. Sind das 5000er MP2s? Leider nein. 2000er, ja. Okay. Ja, vom Platz her könnte man, je nachdem, wie rechts nochmal ein bisschen Platz ist, können wir da auch 5000er noch upgraden vielleicht. Aber hast du es so im lässt du es im Insta-Betrieb laufen oder gar nicht? Alles netzparallel? Nee, also ich das rein netzparallel und die Leistung, sage ich mal, reicht aus. Also das ist eigentlich kein Problem. Ja gut, du musst ja nicht jede einzelne Phase ausgleichen sozusagen, sondern alle 3 Phasen in Summe sozusagen und ja, dann müsste es eigentlich schon ausreichen, ja. Ja, für den Inselfall wäre es dann wahrscheinlich schwierig, weil wir haben es ja vorhin gesehen, auf der Kachel ganz kurz, dass du ja also es ist eigentlich ein Riesenhaus mit 4 Parteien und da hängen alle dran, richtig? Ja, genau. Ich habe es schon ein bisschen verteilt, also ich habe ein Multiplus, da hängt im Notbetrieb, sage ich mal, hängt die Brauchwasserwärmepumpe dran. Und zweiter ist dann für die Wohnung oben und der dritte ist für die Wohnung in der Mitte. Also ich habe die Wohnungen schon vor Ewigkeiten umgebaut auf eine Phase jeweils. Das geht einmal frei bei uns und war bis jetzt auch nie ein Problem. Und man könnte also im Notbetrieb, sage ich mal, 2 Wohnungen weiter betreiben mit jeweils 2 kW, ist zwar nicht viel, aber zumindest für Notbetrieb, das reicht dann. Ja. Und so diese 6 kW, was die Anlage jetzt liefern kann, das reicht, sage ich mal, fürs meiste aus. Und Ladeleistung insgesamt ist aktuell mit allem drum und dran irgendwo um die 8 kW, also ist in Ordnung. Passt. Cool. Gibt es schon Fragen, Thomas? Wir beantworten hier zwischendrin immer gerade. Okay, aber zur Anlage selber, die man anstreuen kann, nicht? Nein, zur Anlage nicht. Nee, okay. Ja. Ansonsten, was fällt mir noch auf? Hier ist so ein MK3-Adapter am Start und hier ist so ein Raspberry Pi wahrscheinlich. Ja, genau, genau. Da lagern noch so drum, also mittlerweile auch alles schön befestigt. Aber, also ich habe auch ein Raspberry Pi halt dran. Ich habe auch kein Original EM24 oder so. Ich habe da mal irgendeine Software mal umgetüdelt. Hm. Weil von Fonius-Anlage war halt noch dieser EM24 drin.
oder nee, es war nicht mal ein EM24, das war irgendein anderer von Fronius. Und Fronius gibt ja diese Solar-API raus in Echtzeit. Und das habe ich quasi jetzt umgestrickt, dass das im Pi verarbeitet werden kann. Funktioniert einfach frei, Gott sei Dank. Ja, aber sehr cool. Ja, die Zeit hätte man sich einen kaufen können. Was hast du denn für ein BMS? Das ist ein Chargery BMS. Das ist da oben, oder? Genau, das Blaue. Das hatte ich mir ursprünglich auch gedacht, überlegt, aber da gab es keine so mega guten Rezensionen irgendwie online. Nee, also Chargery hat eine Zeit lang mal Probleme gehabt mit Einzelzellmessung, gab es mal Probleme. Ich habe jetzt mittlerweile 3 im Einsatz, zwei Bekannten noch und bei mir. Habe bis jetzt nie ein Problem gehabt, muss ich ehrlich sagen. Aber es kann halt nur 1 Ampere balancen und auch nicht unbedingt lange. Also da ist ein rein über Widerstände verheizt das innen drin und wenn es zu warm wird, dann geht nichts mehr. Bei Lithium-Ionen ist kein Thema, bei LFP schwierig. Ja. Was haben wir hier oben noch? Hier haben wir noch einen Shunt von Victron, glaube ich, hier, oder? Nee, das ist vom BMS. Ah, vom BMS, okay. Genau, vom BMS, so ein Shunt und daneben so ein Schneidertrenner, der die ganze Anlage dann quasi abwirft. Wenn irgendwas alter Falter, der muss wahrscheinlich auch ganz schön, also der ganz schön viel Leistung dann durchpumpen. Ja, genau, also der Schneidertrenner. 4x 125 Ampere kann der und ist 2x parallel, also 250 Ampere Nennstrom, das reicht dann eigentlich schon. Jetzt haben wir eine Frage, nur ein AC-Kabel pro Multiplus, ist das richtig? Ist nur AC-Out abgeklemmt? Ja genau, also ich hab da ein Drehstromkabel quasi hingelegt zu den Multiplussen und jeweils halt dann nur eine Phase hin und eine wieder zurück in einem Kabel dann. Genau. Muss ja günstig sein. So habe ich es auch gemacht, ja. Ja. Cool. Dann sind wir eigentlich schon mit deiner Anlage soweit durch. Du hattest noch ewig viele Bilder gezeigt, wo du Wärmepumpe noch gezeigt hast und keine Ahnung was. Aber das würde ich, glaube ich, aufsparen für die nächsten Sessions. Wenn wir dann nochmal tiefer in spezielle Punkte reingehen, dann nehmen wir das einfach mit auf, würde ich sagen. Genau. Damit wir zeittechnisch weiterkommen. Thomas schart ja schon wieder. Geht noch. Gut, wenn es zu der Anlage keine akuten Fragen gibt, dann würde ich direkt da reinspringen in die Safety-Geschichte. Jo. Gut. Dann fangen wir direkt mit dem Dach an. Da haben wir verschiedene Sachen mal ausklamüsert. Einmal die PV-Dachunterkonstruktion, die natürlich safe sein muss, damit die Panels nicht wegfliegen. Und ich glaube, das Bild stammt von dir, Helmut. Kannst du kurz da was zu sagen? Ich glaube, man sieht es nicht so richtig, aber erklär es einfach vielleicht. Dann gehe ich mit der Maus. Genau, das war das Bild. Also das ist aus dem K2 Base Tool. Da kann man ja ganz gut planen und auch das spuckt einem dann aus, welche Schiene mit wie viel Gewicht an welcher Stelle beschwert werden muss. Das war ein Firmendach. Und da ging es darum, dass einfach dieser Winkel, wenn ich mit 15 Grad aufstände, ich weiß nicht, hast du das zweite Bild auch noch als Folie? Das zweite Bild habe ich leider nicht, ne. Ach so, okay. Quasi die Hardcore-Version genommen. Ja. Genau, das war eben so ein krasses Learning. Also ich habe da pro Modul bei 30 Grad Aufständerung bis zu 260 Kilo. wenn ich aber nur 15 Grad aufstände und die Module quer nehme, also die sind ja hier hochkant, bin ich irgendwie nur bei 40 Kilo. Also da muss man echt ein bisschen aufpassen, was man tut und einfach eben mit solchen Planungstools auch arbeiten. Da werden ja sämtliche Parameter abgefragt, in welche Windlastzone ist man, wie hoch ist das Gebäude, gibt es eine ATK und so weiter. Und dann kriegt man da eben auch die richtigen Werte und hat dann im Zweifelsfall halt zumindest irgendwas in der Hand, was man auch einer Versicherung vorzeigen könnte, dass man das mit einer Freigabe vom Hersteller entsprechend dann gebaut hat. Genau, die erstellen ja oft auch eine Dokumentation, ne? Genau, also da am Schluss von dem Tool kannst du dir ein PDF mit dem ganzen Statikzeug und so weiter dann auch herunterladen. Aber es ist ja schon echt ein krasses Pferd, wenn man sich anguckt. Also ich sag vielleicht nochmal, hier sind so 260 Kilo bei jedem Panel sozusagen, was man beschweren müsste oder muss. Ja, genau. Bei der Aufstellung hier innen drinnen quasi ist es weniger, weil es die Windlast halt weniger. Da hat man nur, was steht da, 68, 66, sowas in dem Dreh? Nee, 68, 63, irgendwie sowas. Und hier außen auch wieder über 200, 260 hier unten 230 rum. Das ist natürlich schon echt fett, wenn man sich überlegt, wenn es irgendwo aufs Dach drauf muss, da muss das Dach auch ganz schön was aushalten. Wenn da noch Schnee dazukommt und keine Ahnung was, alter Verwalter. Im Normalfall geben einfach diese 30 Grad Aufständerung nur mit Ballastierung einfach keinen Sinn. Das muss ich einfach in den Boden reinrammen.
Das würde funktionieren, aber Aufdach, Flachdach würde ich immer halt entweder Ost-West 15 Grad oder wenn es denn unbedingt sein muss, nach Süden diese 15 Grad Aufständerungen machen. Ja, aber es ist echt ein krasses Learning, finde ich. Also gerade, wenn man sich so denkt, jo, ich mache da einfach ein Panel so ein bisschen schräg hin, da geht da richtig die Party ab. Also da darf man, je nachdem, welche Windlastzone man dann auch noch ist, genau, kann schon schnell krass werden. Wie Jens schon immer sagt, wie viel Fläche hat dein Segel? Mein Segel, wenn wir bei Sturm fahren, sind es 3 Quadratmeter beim Surfen und das kannst du nicht festhalten, das kannst du vollkommen knicken. Und 3 Quadratmeter, ich meine, so ein Panel mittlerweile hat 2 Quadratmeter plus? Na, knapp 2, ne? Mehr darfst du ja eigentlich nicht. Und es sei denn, man macht das irgendwie nur als Freilandanlage. Ja. Von daher, da ist ein unheimlicher Druck dahinter, das kann man wirklich nicht unterschätzen oder sollte man nicht unterschätzen. Ja, vielleicht auch noch so eine kleine Anmerkung bei den 10, 15 Grad Aufständerung, da kommen ja auch hinten meistens noch so Bleche rein, dass der Wind da nicht runterfahren kann. Bei den 30 Grad, glaube ich, gibt es das nicht in der Form. Das ist bestimmt halt auch noch ein Punkt, der da entscheidend dazukommt. Ja, ja, die meisten werden keine Aufständerung haben, sondern ein Schrägdach haben, ne? Und da ist halt, glaube ich, unser Hinweis, nutzt die Tools, die Planungstools und haltet euch an die Angaben da drin, was die Anzahl der Dachhaken angeht, etc. Da wird ja auch alles wirklich vom Dach abgefragt, hat Helmut auch schon gesagt. Schaut auf die Kragarme, ne? Dass das nicht zu lang sind. Ich denke aber, weil du sagst, dass viele die Dachanlage haben, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass halt viele mit gerade kleinen Anlagen auf einer Garage zum Beispiel anfangen, weil sie sich nicht aufs Dach trauen oder ans Dach trauen. Mhm. Und da wird es dann eben doch relevant. Mhm. Ja, und vor allen Dingen, du musst ja auch noch die Statik des Hauses beachten, ne? Also nicht alle Häuser können auch so eine Solaranlage abhaben. Da gibt es eine ganze Menge, die haben da Probleme mit. Ja. 30 Grad heißt gegen waagrecht, oder? Genau. Ja. 30 Grad gegen flach, quasi 30 Grad nach oben, ja. Kam auch noch die Frage, wie heißt das Planungstool? Also gibt es verschiedene. Das, was du verwendet hast, Helmut, war von K2 irgendwie. Genau, das ist von K2. Da kommt auch die Frage, wo K2 das kostenlos anbietet, ohne Installateur zu sein. Die fragen immer, ob man Installateur ist und man muss immer schön brav auf Ja drücken und irgendwann ist man drin. Ja, ist bei SolarEdge auch so. Also da kann man sich auch registrieren. Ich weiß nicht, ob es immer noch so einfach ist wie vor ein paar Jahren, aber dann sagst du, jo, ich bin Installateur, trägst einfach in den Firmennamen ein, wenn du keinen hast, und dann bist du auch freigeschaltet, normalerweise. Schletter hatte auch ein sehr gutes und die haben es dann aber nicht mehr öffentlich gemacht. Das ist auch mein Stand, ja. Ja. Ich war noch einer der Letzten. Dann springen wir direkt mal zum nächsten Punkt, würde ich sagen. Ja. Hier sieht man vielleicht nochmal ein Bild. Das ist von dir, Jens. Erzähl mal, was hat es damit auf sich? Ja, das hat mir einer unserer Kunden zugeschickt. Der sagte so, ja, ich habe mir dann auch mal einen Solar-Tracker gegönnt, beziehungsweise mehrere sogar davon. Wenn ich mich nicht ganz irre, sind da 28 Module drauf. Alter Schwede. Ja, das sind also 7 Stück und dann mal 4 Blöcke und man muss sich auch mal die Mechanik angucken, also das ist echt hart, das Ding, und was da für eine Windlast drauf ist, ist natürlich brutal, und der fährt natürlich anhand von, wenn Wind ist, dann fährt er natürlich in so eine Schutzposition, wie er da jetzt gerade ist, und fand ich sehr beeindruckend. Ich habe ihn auch direkt gefragt, ob ich dieses Bild mal verwenden darf, weil so einen Tracker in der Größe sieht man halt echt selten. Wir wollen Ertragsdaten haben, weil das Ding performt garantiert mega krass, über 2000. Ich habe meiner Frau schon vorgeschlagen, ob wir sowas nicht als Sonnenschirm im Sommer nehmen wollen, aber da fand sie nicht so gut. Also, hast du schon gesagt, wie groß der ist, Jens? Das müssen ja dann, wenn das also 28 das? Module sind, müssen das, ja irgendwie so um die 56 Quadratmeter sein. Ne? So über 50 dann, ja, krass. Wow. Krass. Das ist schon ordentlich. Ich meine, das Fundament da unten, das wird wahrscheinlich ganz gut ausbetoniert. Ja. Und wahrscheinlich wird mir interessant, bei welcher Windlast der dann in so eine Schonhaltung geht. Ja, das Jens, mach mal klar mit deinem Kontakt, dass er auch hier auftritt. Wollen. Ja. Jens, mach mal klar, dass er hier, wem das gehört, hier auch mal auftritt. Ich kann ja mal fragen. Tu es. Ja, nur mal so zur Anmerkung, fand ich nämlich echt cool. Aber man sieht ja auch, dass da halt nicht nur ein Stellmotor dran ist, ne, um die Dinger irgendwie in Position zu bringen, sondern gleich 3. Also gleich da müssen schon entsprechend hohe Kräfte auftreten, damit man das Ding überhaupt bewegen kann. Ja, die müssen schon echt trotzdem ganz schön Power haben, alter Schwede. Krass. 71 Quadratmeter. Boah! Ja, krass. Läuft. Ist der Hermann, dem die Anlage gehört?
Das ist durchaus möglich, ja. Der Name kommt mir sehr bekannt vor. Aber ich habe tatsächlich gefragt, ne? Also ich habe nicht das Foto einfach so veröffentlicht. Von daher. Hermann, ja, wir sind schwer beeindruckt. Ja. Crazy Gerät. Also Helmut, wenn du es weißt. Nee, wie ist er nochmal? Doch. Hermann. Hermann, genau. Hermann. Schaffst du mehr als 2000 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak pro Jahr? Das würde mich echt interessieren, weil, also ich meine, gerade wenn man so den ganzen Tag die Sonne nachführen kann, das muss brachial viel bringen. Ja. Gut, weiter im Programm. Bevor uns oder mich Thomas schlägt. So, weiter geht's. Die Module, da sieht man mal so Glas-Glas-Module bei mir von der Terrassenüberdachung, die so ein bisschen transparent sind. Also so 30% oder 40% transparent. Das heißt, da geht noch ganz gut Licht durch. Da hat ein Panel jetzt auch nur, ich glaube, 1,7 Quadratmeter und hat nur um die 200 Watt, glaube ich. Würde mehr gehen von der Ausbeute her, aber ich will halt nicht, dass es da drunter komplett dunkel ist. Und da ist halt, den Bild wollte ich jetzt ein bisschen als Aufhänger nehmen. Es gibt ja einmal Glas-Glas-Module, wo vorne und unten, also wo oben und unten Glas ist, und die Glasfolienmodule, wo du oben Glas hast und unten Folie. Und da sagt mir immer, Glas-Glas performt besser und ist im Endeffekt auch ein bisschen teurer. Ich glaube, am Ende des Tages ist es auch völlig, völlig Wumpe, was man nimmt. Ich würde es eher davon aus, abhängig machen von der Dachfläche. Die Module haben ja schon so eine teilweise eine Standardgröße, aber es ändert sich ja laufend, dass die immer größer werden. Und da würde ich halt eher einfach gucken, dass man die Module auswählt, so dass möglichst viel aufs Dach halt einfach drauf passt. Unabhängig davon, ob es jetzt Glas-Glas ist oder Glasfolie. Oder wie seht ihr das? mehr bewirkt Nachführung als Starre. Echt, hätte ich jetzt mehr erwartet. Also, was habt ihr alles im Einsatz? Glas oder Glasfolie oder was? Wie ist da eure Einstellung zu? Ich bin da total altmodisch unterwegs. Ich habe überall noch die Glasfolienmodule. Das liegt aber daran, dass die Anlage erstens schon lange in Betrieb ist und zweitens mal, wie ich das schon, also ich habe ja viele gebrauchte Module, ne? Und diese gebrauchten, die sind ja entsprechend alt und Glas hat sich damals noch kaum jemand geleistet und dementsprechend sind die, ja, habe ich halt nur Glasfolie, aber bis jetzt habe ich da echt überhaupt keinen Ärger mit. Die funktionieren einfach. Also ich hatte ja Ärger mit den Canadian Solar. Da habe ich jetzt endlich die Garantiebestätigung bekommen, dass ich neue Module kriege. Da hat sich die Folie hingelöst. Genau, die ist quasi da, wo die einzelnen Module zusammenkamen, hat sie Risse bekommen und hat sie dann ganz leicht abgelöst. Und ich denke, heute sollte man eher zu Glas-Glas greifen, weil der Preisunterschied einfach nicht mehr so groß ist. Früher war das mal anders. Auch ein guter Punkt. Ja, wobei Glas-Glas ja auch ganz oft diese bifazialen Geschichten hat, dass auch von unten theoretisch Energie produziert werden kann. Aber die meisten Leute schneiden es aufs Hausdach und da bringt es halt faktisch nichts. Ist halt auch schade. Ja, über Kopf gelten ja sowieso noch besondere Regeln. Ne? Also alles, was irgendwie an der Hauswand ist oder jetzt in der Terrasse oder sonst irgendwas, muss ja entsprechend mit, was ist das, Polyphen oder so ähnlich, Folie bestückt sein, damit es überhaupt, also schlussendlich, das ist ja kein Sicherheitsglas und wenn dir das auf den Kopf fällt, beziehungsweise wenn die zerbrechen, dann fallen da halt im schlimmsten Fall so halb Meter lange Glasstücke runter und deswegen, das muss absturzgesichert sein und die haben dann für gewöhnlich eine baurechtliche Zulassung oder weiß nicht, gibt da noch so einen zweiten Faktor, den man da haben kann und dann sind die Module aber meistens auch sehr, sehr teuer im Verhältnis. Ich glaube, du, Andreas, hattest die Panels auch mal getestet auf Temperatur. Hast du da auch Glas-Glas und Glasfolie verglichen oder irgendwie was? Nee, ich hatte da, glaube ich, ich habe ihn da genommen. Ich glaube, Glasfolie war das. Aber ich glaube nicht, dass da ein großer Unterschied besteht. Also ich habe die auf Temperatur nicht direkt, sondern ich habe die per Strom erhitzt. Also ich habe die warm gemacht und halt geguckt, wie sich das verhält halt. Also ich wollte halt sehen, ob das Schneeabschmelzen damit möglich ist oder nicht und welche Temperaturen ich bei wie viel Leistung halt erreichen kann. Genau, und das hat ich dann halt immer gemessen, Diagramm gemacht und so und dann gezeigt halt. Aber das war einfach meine Glasfolie. Keine Ahnung, vielleicht war es auch Glas-Glas. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie alles hier so querbeet rumstehen. Mir ist das mittlerweile so scheißegal. Ja, ich glaube, am Ende ist es echt wurscht. Also meine Erfahrung ist so ein bisschen, dass Glas-Glas einfach ein bisschen besser performt. Je wärmer es wird draußen, da ist Glasfolie einfach dadurch, das sind die Folien, die Wärme vielleicht nicht so gut abführen kann als Glas. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist es auch, das Glasmodul ist ein bisschen schwerer und hat deswegen bessere Eigenschaften, keine Ahnung. Performen die Glas-Glas-Module bei mir einen Tucken besser, aber ja, merkt man jetzt. Sind die denn gleich alt? Also ich meine, es könnte ja auch am Alter liegen.
Ja, eben. Also ich glaube, das ja, macht am Ende des Tages nicht so ultra viel aus. Mein kurzer Einwurf, wir knacken gleich die 1500 gleichzeitigen Zuschauer. Echt völlig verrückt. 1000 Dank. 1500 Dank an alle, die gerade zuschauen und sich einbringen per Chat. Mega cool. So viel hat man noch nie. Echt abgefahren. Sehr, sehr, sehr cool. Jo, springen wir direkt zum nächsten Punkt. Solarverkabelung. Da hatte ich ein cooles Bild, wo so eine Anlage ganz verschmort war an der Wand, aber wir haben keine Freigabe gekriegt, Helmut, oder? Nee, ich habe gerade noch mal geguckt. Ich habe leider keine Antwort bekommen. Das war ein Facebook-Bild. Ich habe den angeschrieben, aber ja. Noch ein ganzes Modul oder nur ein Stecker? Der Lynx war komplett verschmort. Die ganze Wand war quasi schwarz. Ja, ja, genau. Das hat halt schön nach oben ausgestrahlt. Und was war das Problem, Helmut? Ich denke mal, dass der einfach die Schrauben nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen hat. Das heißt, Übergangswiderstand zu hoch, man ballert oder da hunderte von Ampere durch. Stecker oder was weiß ich, gibt ja viele Möglichkeiten. Helmut, dein Hund tickt, glaube ich, aus im Hintergrund, oder? Ja, da hat es gerade in der Haustür geklingelt. Ja, ja, also da muss man echt krass drauf achten. Da sieht man, glaube ich, später auch nochmal ein paar Bilder, dass gerade diese Übergangswiderstandsgeschichte, die sollte man echt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn da so viele Ampere fließen, mal die Volt und was da für eine Leistung drüber läuft, wenn da dann ja, irgendeine Kontaktierung nicht so gut ist, dann bin ich ja kein Profi, aber dann, wenn da Lufteinschlüsse sind oder keine Ahnung, was noch zusätzlich, dann korrodiert das noch und weiß der Kuh, was nicht alles. Und wenn es nicht gleich Probleme gibt, dann spätestens nach, ich weiß nicht, wie viele Zyklen man dann durchlaufen muss, bis es dann wirklich irgendwie eskaliert. Ja, und dann hat man da im Endeffekt so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Schweißgerät an der Wand, was kein sein soll. Ja, und dann im besten Fall, weiß ich nicht, schweißt es vielleicht zusammen und es geht. Im schlimmsten Fall hat man da irgend so, so einen losen Kontakt, der dann mit der Zeit einfach immer heißer wird. Ja, und irgendwann fängt das Ding zum Kuckeln an und im schlimmsten Fall dann zum Brennen. Ja, also das ist mir auch schon passiert. Also jetzt nicht bei so einem Busbar, aber bei einem MC4-Stecker nicht ordentlich gekrimmt. Der war auf dem Dach und irgendwann ging einfach der eine String nicht mehr. Und dann bin ich mit der Leiter, habe geguckt. Und da war der String dann halt einfach auseinandergegangen. Also beziehungsweise der Stecker war komplett geschmolzen und ich hatte halt zwei Hälften in der Hand und musste das dann neu machen. Aber das war dann halt so eine, ich sag mal, so eine Inline-Diode war da noch mit drin. Und das war eine echt doofe Idee, dass ich die damit eingebaut habe, weil die Dinger werden potenziell sowieso heiß. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, lass die Finger von den Dingern. Also zumindest, ich habe noch keine gesehen, die echt taugt und die vor allen Dingen nicht irgendwie extrem heiß wird. Also vielleicht gibt es welche, mag sein, aber diese Standardteile, die man so im MC4-Format kaufen kann, die taugen bisher alle nicht. Wegen Thomas, der Frage, die eingeblendet? Thomas gerade eingeblendet hat, da muss man schon mal primär Blitzschutz und Potenzialausgleich unterscheiden. Genau. Das ist was da sehr, sehr, sehr oft vermischt wird und falsch. Genau, da gibt es von welcher Firma gibt es da dieses tolle Pamphlet, wo das alles beschrieben ist? Ist das von Hage oder ich? Boah, jetzt fällt es mir nicht ein. Also da gibt es auf jeden Fall ein großes PDF, wo man sehr, sehr viele Informationen zu diesen ganzen Blitzschutzgeschichten herausziehen kann. Ansonsten, ich hatte da vorhin auch schon mal was gelesen, dass irgendjemand geschrieben hat, dass man mindestens 10 Quadrat für den Potenzialausgleich braucht. Das wäre mir neu. Nee, muss man nicht mehr. Das sind 6 Quadrat in meinen Augen. 16 Quadrat wären dann beim Blitzschutz. Genau von denen ist das PDF, schreiben ein paar Leute in den Kommentaren. Genau. Jo, da haben wir jetzt echt viele Leute in den Kommentaren mit drinnen. Also 1423 ist gerade die kombinierte Zuschauerzahl über alle Kanäle hinweg. Echt verrückt. Krass, krass, krass. Ja. Springen wir direkt zum nächsten Punkt. Die Solar, also wir haben schon relativ ähnlich Solarverkabelung, jetzt Solarkabel. Da haben wir, glaube ich, auch ein spannendes Bild. Nee, der hat jemand noch ein Bild reingemacht? Ja, ich hab's, weil das, was drin war, hatte ja nichts mit Solarkabel zu tun. kann sich erinnern, das hatte ich dir noch geschrieben. Das habe ich nach hinten getan, was du da hattest. Und ich habe hier zur Solarverkabelung das reingetan. Also erstmal haben wir noch, was haben wir gesagt, welche Solarkabel wollen wir haben? 6 Quadrat, 4 Quadrat? 6 Quadrat haben wir, glaube ich, ne? Im Regelfall? Ja. Aber warum es mir eigentlich bei dem ging, taucht immer wieder mal die Frage auf, ob man die Verkabelung, ob man darauf achten soll, dass man keine Induktionsschleifen legt. Mhm. Ja.
Und ich hatte mich damals, glaube ich, mit Jens, mit dir mal ausgetauscht. Und ich glaube, das Thema war wohl ein bisschen übergewichtet, ne? Wenn ich das richtige in Erinnerung habe. Boah, das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber ja, das war auf jeden Fall, also es kommt natürlich massiv drauf an, wie lang die Kabel dann wirklich sind. Genau, aber ne? bei dem Bild sieht man zum Beispiel, dass das blaue Rückführkabel, wenn man so will, wieder entlang der ersten Kabel läuft, ja, und dadurch keine große Schleife entsteht. Wenn man jetzt das blaue Rückführkabel quasi von dem letzten Modul nach unten ziehen würde und dann nach links rüber, dann hätte man eine große Schleife aufgebaut und die wäre induktionsanfällig, ne? Genau. Also deswegen, ich denke, das ist sowieso auch, das passt hervorragend in das Thema Blitzschutz auch mit rein, ne? Wenn ich halt keinen Direkttreffer habe, sondern irgendwo einen induzierten Strom durch einen Blitz erzeuge, dann ist das halt wieder ein ganz klarer Fall halt für das Thema auch GAC, ne? Also wie gut ist der GAC dann, beziehungsweise wie gut wird dann meine Technik dahinter geschützt? Das ist ja dann auch wieder so ein Thema. Nicht jeder GAC passt zu jeder Anlage, ne? Eine Frage hätte ich jetzt hier in dem Fall noch. Angenommen, die Panels, die würden hier unten wieder eine Reihe zurückgehen, dann würde ich das hier einmal so durchverbinden. Dann müsste ich ja eigentlich mit dem blauen Kabel, was es ist, wieder so komplett zurückgehen, oder einmal? Weil sonst hätte ich ja wieder einen großen Induktionsschleifen-Muppet. Ja, eigentlich ja, aber also wie gesagt, wir haben damals mal gesagt, also so dramatisch ist das nicht. Ne? Also ich glaube, dass sich da kaum ein Installateur dran halten würde. Wollte ich gerade sagen, ja. Ja. Theoretisch kannst du ja immer ein Modul quasi hinwärts überspringen und dann dieses rückwärts wieder bauen. Also die Kabel sind meistens lang genug an den Modulen. Oh Gott. Ich kenne aber niemanden, der das macht. Wollte ich gerade sagen. Das ist relativ schwierig, das dann zu machen. Ja, wobei die Hersteller jetzt leider dazu übergehen, so Pizzelkabel, nenne ich sie jetzt mal, an die Module zu machen. Ne? Also auf jeder Seite so 10 cm oder so, dass sie so gerade in dieser Bauweise aneinander passen. Aber wehe, du möchtest die irgendwie versetzt bauen oder so, dann hast du leider schon verloren. Tja, da wird gespart. Ja, hatte ich jetzt aber auch bei Modulen, das war ein Luxor oder irgend sowas. Und oder auch nicht, vielleicht verwechsel ich das jetzt auch. Also auf jeden Fall, da waren dann immer noch so 1,5 Meter Stücken noch zum Zwischenstecken dabei. Ja, das habe ich noch nicht gehabt. Also Trina zum Beispiel, jetzt als einer der Hersteller, die ich in letzter Zeit in den Fingern hatte, das waren wirklich so 10 Zentimeter und da war nichts dabei. Das konntest du dir alles selber stricken. Okay. Nee, da hatte ich einen Haufen so Peitschen dabei. Ja, vielleicht macht das ja jeder Hersteller anders. Dann habe ich einfach nur Pech gehabt. Kann ja sein. Eine spannende Frage hat man schon öfters mal beantwortet. Ja. Zur Teilverschattung in einem String, was die Leistung dann quasi des gesamten Strings runterzieht. Was sind da eure Ansätze, das Ganze zu vermeiden? Mehrere Strings bauen. Ja. Oder natürlich Optimizer, wenn es oder solche Sachen, ne? Mikrowechselrichter. Genau. Ansonsten, es gibt ja SMA und Co., die haben ja alles Schattenmanagement und Pipapo. Aber gut, man kann die Physik halt auch nicht überlisten. Wobei, Andreas, da wolltest du ja auch mal was simulieren, wo man quasi dann schaut, wie viel das dann im Endeffekt ausmacht. So eine konventionelle String-Verkabelung versus jetzt in meinem Fall meine von SolarEdge mit diesen Leistungsoptimierern. Da wäre, also bin ich auch echt mal gespannt, was dann am Ende dabei rauskommt, wie viel das dann ausmacht oder nicht ausmacht. Ja, also ich bin kein Fan von den Dingern. Ich glaube auch, dass das in der Regel totaler Unsinn ist, ehrlich gesagt. Auch dieses Schattenmanagement ist Schwachsinn. Das ist eigentlich nur ein MPP, also bei dem MPPT ist das eigentlich nichts anderes, außer ein besserer Optimierungsalgorithmus, obwohl besser kann man auch nicht sagen. Also der wiederholt halt quasi die gesamte Optimierung, also der geht dann über nicht so einen lokalen Spannungsbereich, also er verfängt sich nicht so schnell im lokalen Minimum. Die fangen dann halt an, den gesamten Spannungsbereich alle 5 Sekunden nochmal abzufahren. Witzigerweise, dieser Pau-Mister oder so, wie der hieß, dieser ganz billige Schrottwechselrichter, dieser silberne, der hätte theoretisch nach dieser Definition ein Schattenmanagement, weil der sucht andauernd immer die gesamte Spannungskennlinie ab und das ist halt eigentlich sehr ineffizient. Die machen es wahrscheinlich da ein bisschen sinnvoller, aber es kommt eigentlich auf deinen speziellen Fall an, wann das sinnvoll ist oder nicht. Also ich glaube, das grundsätzlich als Feature zu verkaufen, finde ich so ein bisschen fragwürdig. Mhm. Genau. Und ja, auch bei Schatten, ich weiß, hab da auch schon, also ich hatte mal mit dem Professor Burger darüber geredet, der hatte mal mit meiner Simulation, hatten wir irgendwie einen kleinen Bug gefunden, deswegen hatte ich das Video damals auch rausgenommen, weil ich da was unsicher war und wollte es eigentlich immer wieder mal neu machen, deswegen bin ich auch auf dich zugekommen und da war eigentlich der Konsens bei den
Bei den Optimierern ist eigentlich nur, wenn du wirklich sehr unterschiedliche Solarmodule hast oder sowas, dann macht das möglicherweise Sinn, aber dann muss man sich grundsätzlich die Frage stellen, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, die Anlage so zu betreiben. Also ich glaube, dass das eher in der Regel nicht so wahnsinnig viel bringt, wie man sich das halt erhofft, glaube ich. Also zumindest die Frage, ob man die Kosten wieder rausbekommt, kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen. Wir können es aber mal simulieren halt. Ich glaube, das wäre vielleicht so der sinnvollste. Ja, wir können es mal gegenüberstellen. Also meine Anlage eher nur Monitoring, ne? dass man die Dinge halt sieht. Also das glaube ich schon cool. Also da hast du ja dann auch so ein bisschen Optionen, das dann zu beobachten und so. Und ich glaube, dafür macht das durchaus Sinn. Also ich finde das. Ja, auch, da bin ich eben Fan von. Da sehe ich sofort, wenn bei irgendeinem Panel was faul ist. Den Fall hatte ich auch schon mal und dann konnte ich genau sehen, jo, das Panel XY, da muss ich jetzt gucken und da war halt eine Kontaktierung schlecht. Und wenn es ein String gewesen wäre, dann wäre der ganze String halt im Arsch gewesen, sage ich mal. Und dann hätte ich erstmal gucken müssen, ja, welche der 50.000 Kontaktierungen ist da faul. Also ja, also Gründe dafür, Gründe dagegen. Und die Mikrowechselrichter kosten oder die Optimierer kosten halt um die 50 Euro pro Modul, ne? Runde gerechnet, ja. Aber da kommt es halt auch wieder drauf an. Jetzt in meinem Fall, bei der Terrassenüberdachung, habe ich halt 24 Panels. Da bräuchte ich schon ein paar mehr Mikrowechselrichter. Gut, die neueren, die können auch bis zu 6 Strings oder so oder 6 Panels verkraften. Aber dann müsste ich ganz schön viele DC-Leitungen da verlegen. Ja. Da spare ich mir den Aufwand halt in dem Fall. Da lege ich es einmal komplett durch, wie es jetzt hier zu sehen ist. Bei jedem Panel ist noch ein Optimierer, beziehungsweise bei mir auf der Terrasse 2 Panels an einem Optimierer. Ja, und dann ist es eigentlich relativ easy von der Verkabelung. Aber ja. Kann man viel drüber diskutieren und Positives oder Negatives finden dazu. Ja, bei Optimierern hast du halt irgendwie halt 2 Geräte, die kaputt gehen können. Der Wechselrichter und die Optimierer. Und die bezahlst du halt auch beide. Ja, wobei auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, mein Solar Edge Inverter, der 30 kW kann, ist halt bombastisch klein, weil die Technik halt einfach ausgelagert ist. Ein Teil ist halt in dem Inverter und ein Teil ist halt in den Mikrowechselrichter oder in den Optimierern drinnen. In Summe hat man wahrscheinlich auch nicht so viel mehr Elektronik, weiß ich nicht, die kaputt gehen kann. Ist halt nur anders verteilt. Wenn es auf dem Dach ist, ist es natürlich blöd, wenn ich da ran muss. Aber ja, hat alles dann schon wieder. Wie ist es in so einem langen String, wenn da so ein Optimierer kaputt geht? Fällt dann der ganze String weg? Oder? Den Fall hatte ich noch nicht. Also wenn das Panel defekt ist, dann meldet der halt, also dann schaltet der Optimierer einfach komplett durch und sagt mir halt, das Panel liefert halt keine Leistung. Wenn der Optimierer komplett im Sack ist, kein Plan, was dann passiert. Dann wird er wahrscheinlich auch den Stream komplett kappen. Ich weiß es nicht. Ein Bekannter von mir ist Amateurfunker und der sagte, EMV-mäßig sind die Dinger eine totale Katastrophe, weil wenn er versucht, seine Mobil irgendwie Mittelwelle oder sowas zu funken, also Hörensagen jetzt, dann würden die Dinger so stören, dass er gar nichts mehr machen könnte. Ach, also spannend. Das wäre eine echte Störquelle, also zumindest in diesem Bereich. Da sind ja auch wie heißt die Marke? Ich glaube, Andreas, du hast dir einen neuen Inverter geholt, der, glaube ich, da auch ein bisschen verschrien sein soll, was so das angeht. Also ich habe noch dieses Daye heißt der ja. Ne? Ich habe mich sogar informiert, das wird auch so ausgesprochen. Ne? Hast du den schon installiert? Der steht da unten rum. Ja, ich bin mal gespannt. Also es ist ja so ein Billigding. Mal gucken, was er taugt. Also ich hatte auch lange überlegt, ob ich mir das antue. Ich dachte, keine Ahnung, vielleicht kannst du dieses Mal einen ordentlichen holen. Aber irgendwie dachte ich mir, ja komm, scheiß drauf. Vielleicht wäre nochmal sowas Günstiges nicht schlecht, weil ich fand es eigentlich bei dem, den ich jetzt hatte von MPI, diesen MPI 5K von, Gott, wie heißt die Marke da, MPP Solar, so aus Taiwan kommen die, glaube ich. Ich bin eigentlich immer noch relativ glücklich mit dem Ding. Die Anbindung an mein Smart-Home-System, die ist recht bescheiden. Ja, da kommt noch was, Ich weiß es. Naja. Aber das ist auch ganz schön fettes Moped jetzt, dieser Day, oder? Mit 3 Phasen und Pipapo. Ja, ich habe noch nicht mal das Kabel verlegt. Also ich hatte bisher noch gar keinen Bock. Oder bin gerade dabei, unser Haus ein bisschen abzusichern, ein paar Schlösser auszutauschen und so. Warum bedrohen dich deine Abonnenten oder was? Die Tücken der Reichweite. Die Tücken der Reichweite, genau. Ja, gab schon so ein paar unangenehme Dinge, ja. Ach. Egal, lassen wir was anderes sprechen. Ja, läuft. Ja. Let's do it. Ja, wir haben noch so viele im Programm. Gucken wir mal, hier mal das eine spannende Bild, genau, was Solarkabel angeht, beziehungsweise hier auch die Kontaktierung. Oder man weiß es nicht, hier ist so ein MC4-Stecker, der schon so ein bisschen, abgenudelt ist. Ja. Also das kann natürlich jetzt an mehreren Sachen liegen. Ne? Das kann an einer schlechten Kontaktierung liegen, es kann an einem minderwertigen Stecker liegen.
Also spart nicht an Steckern und Kabeln, ne? Ist, glaube ich, unsere... Und auch nicht am Werkzeug, ja. Also und nicht am Werkzeug. Kennt ihr den Short von mir? Warte mal. Mir ist so ein Ding echt live vor der Nase hochgegangen. Ja, blend ein, ich kann es dir freigeben. Ich check mal gerade, ob ich es finde. Ich suche mal ganz kurz, ob ich es noch irgendwie finde, keine Ahnung. Also wirklich vor der Nase. Ich habe es extra, es war wirklich der reine Zufall, das hat mir keinen Sau geglaubt. Alle meinten, das wäre irgendwie fake oder so, aber es war echt so passiert. Also ich muss sagen, ein scheiß Container bei uns reingegangen, auf einmal zack, bam, also es war richtig fies. Ich habe bei Amazon auch noch eine Gewicht bekommen, ey. So ein paar Stecker bestellt und bisher waren eigentlich alle gut, bis auf das letzte Mal. Da konnte ich machen, was ich will. Wenn ich da hier diese Kontaktierung ja, oder diesen Stecker da reingeschoben habe, der hat nie arretiert, das war zum Kotzen. Ja. Und wenn der dann ein Stück zurück schwuppst, wenn man es einsteckt, ja, ich meine, dann ist die Kontaktierung für die Füße. Aber was viele nicht wissen bei diesen Victron-Dingern, die haben nur maximale, also wie bei vielen MC4 ist es halt so, maximaler Strom sind 30 Ampere, aber die Victron-MPPTs können halt am Eingang, gerade die großen, mehr als 30 Ampere verarbeiten. Und wenn du das alles über ein Kabel zuführst, dann kann das sein, dass deswegen der Stecker wegschmilzt, weil das sieht mir hier so aus, als wäre nur einer belegt gewesen. Hm. Ja. Und wenn ich mir das dicke Kabel so angucke für die Batterieseite, dann könnte das vielleicht sein. Ja, ist natürlich auch ein guter Punkt. Ja, klar, warum hat er den zweiten Eingang nicht genutzt? Das ist schon irgendwie. Oder vielleicht hat er es nur weg fürs Bild und keine Ahnung. Kann auch sein. Insgesamt, wie kann man so billig Zeugs erkennen? Ja, also ich glaube, am allerbesten ist es halt, man installiert das Ganze. Am Preis. Ja, natürlich auch am Preis, aber gut, man kann trotzdem auch viel ausgeben und einen Billigschrott bekommen. Da sagen wir ja immer, am besten so eine Kamera besorgen, wie heißt es? Wärmebildkamera. Wärmebildkamera, dass man das Ganze mal auf Volldampf laufen lässt und dann über längere Zeit und dann mit der Kamera drauf hält, weil dann sieht man sowas sofort. Ja, das ist auch immer meine Devise. Ja. Weil anders, gut, kannst du natürlich auch mit Hand auflegen rumoperieren, aber gut, kann man sich auch mal schnell die Finger verbrennen. Also das Käbelchen sieht auch relativ dünn aus, ne? Es kann halt sein, dass ich mich vertue. Das hier? Aber das sieht nicht nach sehr, ja. 4 Quadrat vielleicht? Ja, ja. Hm. Was es nicht besser macht, wenn ich einen hohen Strom da drauf gebe. Ja. Kann funktionieren, muss nicht. Ja. Schon was also gefunden, Andrea? Es gibt ja so ein paar Marken. Ne? Ich gehe gerade durch, sorry. Alles gut. Es gibt ein paar Marken und die werden auch hier genannt. Ne? Wir haben Weidmüller, wir haben Phoenix Kontakt und das sind alles Dinge, die sind in Ordnung. Ne? Da werdet ihr wahrscheinlich keine Probleme haben. Nö. Ja, original Stäubli auch nicht. Das funktioniert einfach. Ja, genau. Und halt eine gute Zange, das ist halt auch ganz wichtig. Das wollte ich gerade sagen. Also ich habe mir hier gerade auch so eine echt teure Zange, ich glaube für 130 Euro oder so gekauft, aber dieses Billigzeug für 20 Euro, das taugt einfach nichts. Also wenn man die Krimpungen anguckt mit dem Werkzeug im Vergleich zu den von den Billigwerkzeugen, also da sollte man echt ein paar Euro mehr ausgeben, wenn man da viel mit rumhantiert. Gut, schon mal weiter. Andreas, einfach mal weitersuchen. Eine Frage, wie heiß werden Solarkabel? Regelfall sollen die eigentlich nicht so heiß werden. Genau, warm. Die sind nicht sehr warm, nein. Weil, also normalerweise hat man die Sachen ja in Reihe geschaltet und dann hat man vielleicht mal 10 Ampere im Höchstfall. Wenn man vielleicht zwei Panels immer parallel schaltet, dann 20 Ampere. Du hast eine hohe Spannung und niedrige Amperezahl. Ja, hängt ein bisschen von den Modulen immer ab, ja. Also, ja, was ich bei den China-Steckern schon mal hatte, war, dass ich diese Dichtung nach längerer Betriebszeit, in Klammern höchstens 2 Jahre, also einfach aufgelöst haben. Ne? Dann konntest du die Stecker auseinanderziehen und dann hast du lauter dieses Gummi, also wie so ein altes Gummiband, was dann so porös wird. Autsch. So ähnlich waren die Gummidichtungen dann. Und das war halt dann, das darf halt bei so einem Ding echt nicht passieren. Dann hast du Wasser drin und dann ist die Nummer bald irgendwann durch. Ne? Sobald mal Feuchtigkeit drin ist, kann es knicken, ja. Ja, krass. Ja, muss man echt aufpassen. Wahnsinn. Also keine Ahnung, da würde man jetzt als Laie gar nicht denken, dass es da irgendwie Probleme geben kann. Da ist halt ein Kabel und da ist ein Stecker und da läuft halt Strom durch. Naja, aber ist halt dann schon nicht ohne das Ganze. Ja. Gucken wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Die Erdung. Wer hat die Bilder zugespielt? Ich glaube, du, Matthias, oder? Genau. Wobei wir jetzt wieder, jetzt müssen wir nochmal sagen, es geht hier um Erdung und nicht um Blitzschutz, also Potenzialausgleich. Ne? Ja, genau. Das ist jetzt Potenzialausgleich. Das ist eher, ja, das ist halt einfach, dass man das Ganze berührungssicher einfach hat. Es geht eigentlich hauptsächlich um das, wenn jetzt irgendwas wäre, dass eine Spannung irgendwo anlegt, dass man einfach keine Gewisch bekommt. Ja. Blitzschutz ist ein ganz anderes Thema. Das kommt auch immer aufs Haus drauf an, ob ein Blitzschutz vorhanden ist oder sowas und ist deutlich schwieriger und ich glaube auch nicht in 5 Minuten so einfach abzuhandeln. Und auch nur vom Fachpersonal in der Regel. Ja, genau.
Genau. Kannst du da noch ein paar Infos dazu geben, Matthias? Woher kann da eine Spannung kommen auf diesen Aluschienen? Ja, einmal von den Modulen theoretisch, wenn sich jetzt da hinten irgendwas ablöst oder ich sage es mal Marder, gibt es ja auch manche, dass da irgendwo was annagen und dann kommt so ein Kabel halt, sage ich mal ganz blöd gesagt, auf irgendein Aluteil, dann steht das Ding unter Spannung. Gut, bei mir ist jetzt nicht ganz so schlimm, ich habe nicht so eine extrem hohe Spannung, es ist jetzt irgendwo 100 Volt DC, das macht jetzt nicht ganz so viel. Aber wenn man jetzt irgendwo so ein 700, 800 Volt auf dem Dach irgendwo hat und geht ein Kabel kaputt, ist halt, kann halt blöd rausgehen. Ja. Ich meine, die Wechselrichter, die sollten das Ganze theoretisch auch überwachen. Wollte ich gerade sagen. Hm. Gewissen Rahmen, ja, wie gut das funktioniert, ich weiß es nicht. Aber ja, also geerdet ist geerdet und dann sollte eigentlich nichts passieren erstmal, ja. Die checken es auch über den Innenwiderstand und solche Scherze, oder? Ja, ich denke, dass die gegenüber Masse messen, aber korrigiert mich, das, wie die das vielleicht genau auch messen. Ja, vielleicht auch unterschiedlich. Und was halt einfach zu machen ist, ne, ihr müsst alle eure Alu-Gestänge miteinander verbinden und dann in einem Kabel über den GAK an die Erdungsschiene. Ne? Genau. Ist aber auch echt spannend, weil gerade im Ausland auch der Andy von Offgrid Garage hat es ja auch schon gezeigt bei seinen Videos, da muss ja tatsächlich jedes Panel einzeln punktiert werden sozusagen und geerdet werden. Und wenn das so eloxiert ist und keine Ahnung was, da hat man wirklich so, da muss man so Adapter draufstecken, die so wirklich mit so Krallen in das Panel reinkrallen, damit da wirklich eine Kontaktierung da ist. Ja. Also das sind wir in Deutschland ja echt noch low-watt-mäßig unterwegs sozusagen, dass wir einfach nur die Schienen erden. Ja. Was ich zum Beispiel gemacht habe. Das auch irgendwie, also diese blöden Full-Black-Module, ehrlich gesagt, ich finde die einfach nur noch kacke. Also du musst halt entweder das wegschleifen oder halt dann ja genau diese Krallen holen. Aber ich finde wegschleifen tatsächlich besser, weil mit den Krallen habe ich ein bisschen Sorge, dass das möglicherweise irgendwie, du hast ja eigentlich nur eine sehr kleine Kontaktstelle und was weiß ich, wenn die noch irgendwie ein bisschen korrodiert oder so, dann ist die auch weg. Und es soll ja länger halten, ja. Das ist schon ärgerlich. Ich glaube, ich habe es gefunden. Yes, tu es. Share es. Warte mal, ich blende mich hier aus. Moment, das sind zwei. In einem habe ich mir einen Schlag geholt. Moment, ich guck mal. Das ist recht groß, ich weiß nicht. Lad mal hoch. Ich schalte mich mal gerade auf stumm, ich gucke es mir mal an. Willst du sie erst selber angucken? Gut, dann gucken wir nochmal weiter, dann blenden wir dich ein, wenn du soweit bist. Also was ich zum Beispiel gemacht habe bei der Erdung, ich habe die einzelnen Alu-Profile über so Lochblechkabel verbunden. Und dann nur von einem quasi das eigentliche Erdungskabel dann zum GAK gelegt. Auch eine Möglichkeit, ja. Ja. Cool, dann gehen wir mal an der Stelle direkt mal weiter. Der gute GAK wurde gerade auch schon in den Kommentaren hin und her geschrieben, das ist der Generator-Anschlusskasten. Der fällt jetzt in meinem Fall bei Solar Edge relativ dürftig aus, sage ich mal. Da brauche ich halt nur einen Überspannungsschutz pro String einen. Das hat den Hintergrund, die Optimierer, die schicken da quasi nur die Leistung durch. Wenn hier der Inverter, der Zentrale, sagt, jo, alles ist cool, alles sind angelernt und da passt alles in dem String, dann schalten die erst die Leistung durch. Deswegen, da brauche ich da nicht nochmal extra einen Schütz und einen Ausschalter und keine Ahnung was, sondern wenn ich hier den AC-seitig sozusagen vom Strom trenne, dann ist es das Signal sozusagen für die Optimierer, dass sie nur noch 1 Volt Prüfspannung durchleiten pro Optimierer und dann ist es im Endeffekt spannungsfrei. Da kann ich dann auch, egal wie lang der String ist, mit der Hand ranfassen und da passiert dann auch nichts. Genau. Also, aber normalerweise hat man da eben mehr Komponenten drinnen, hat man jetzt leider kein Bild zur Verfügung, aber da halt entsprechend halt noch einen Schütz oder halt einen Schalter, damit man halt die Stringspannung hier zumindest an der Stelle ausschalten kann. Würde mich interessieren, gerade beispielsweise bei dir, Jens, bei dir ist der GAK wahrscheinlich schon relativ groß oder du hast wahrscheinlich mehrere, weil du hast ja ultra viele MPPTs, oder? Ja, ich habe 3 GAKs insgesamt mit 8 MPPTs. Hast du spontan ein Bild am Start, was du scheren kannst? Oh, ja, habe ich bestimmt irgendwo. Kannst ja parallel mal gucken, vielleicht findest du spontan was. Weil, ja. Das ist also so die Maximalausprägung, glaube ich, die man haben kann. Ja, spannend bei den Victron-GAKs sind halt auch die entsprechenden Ableiterelemente überhaupt erstmal zu finden. Da gibt es nicht ganz so viele Hersteller, die da überhaupt irgendwas anbieten für diese niedrigen Spannungen. Und ich bin jetzt schlussendlich bei CTEL gelandet, weil die haben tatsächlich irgendwie für 150 Volt, für 250 Volt, für 450 Volt, die haben überall diese entsprechenden Ableiter. Und die müssen ja auch noch VDE-zertifiziert sein, dass du das auch entsprechend versicherungsrechtlich durchbekommst, wenn da wirklich mal was passiert.
Hier mal eine Frage bezüglich Vorschrift, ab wann das Ganze man so einen GAC braucht. Habt ihr da einen Plan von? Ja, du brauchst halt den Überspannungsschutz und den DC-Trenner. Und genau, also Überspannungsschutz ist auf jeden Fall ist gesetzlich vorgeschrieben, ne? Ja, quasi jede Leitung, die ins Haus reinkommt. Genau, der DC-Trenner ist nicht vorgeschrieben. Genau. Nicht? Hier sieht man doch mal bei deiner Anlage, Matthias. Hier unten hat man doch hier Stiefel-Trenner, oder? Ich habe nur rechts unten habe ich Sicherungen drin, dass ich die Anlage, also die Strings halt raustrennen kann. Aber ich habe damals auch gesucht und die meisten Überspannungsableiter, die ich gefunden habe, die 450 Volt irgendwo sind, die leiten auch erst so richtig bei 170, 180 durch. Ach, und spannend. Dann war jetzt mal so frech und habe gesagt, okay, dann soll es kaputt gehen. Also sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich kann die wirklich von CTEL ans Herz legen. Die haben eine Nennspannung von 120 und eine Durchleitspannung von 150. Ja, ich bin aktuell jetzt, glaube ich, bei, was habe ich, gute 110 Volt oder was, an die Paneele irgendwo so ganz grob. Oder Moment, ne, 120 Volt sogar, glaube ich, 120 Volt. Das ist schon arg grenzwertig. Ja, und bei den einfacheren, also ich habe ein paar Firmen angeschrieben und da kam immer die Aussage, ja, es kann sein, dass die über die Jahre, wenn sie altern, ein bisschen leiden werden. Also dass die quasi von der Spannung nach unten gehen. Und da habe ich ein paar Fotos gesehen, wo das passiert ist und es fängt dann so richtig schönes Kugeln da drin an. Da haben wir gedacht, naja, weiß nicht. Braucht man nicht. Naja. Also vielleicht noch zu sagen, es gibt ja diese GAKs schon fertig zu kaufen, theoretisch. Ne? Man braucht nicht die einzelnen Komponenten, die kann man im Set einfach kaufen oder man stellt sie zusammen. Ne? Wobei, normalerweise sind die halt so für AC-Geschichten oder für AC, also für längere Strings sozusagen da. Und wenn man so DC-String-mäßig hat oder so ein MPPT, wie jetzt Matthias, dann ist es halt schon schwieriger, wenn die Stringspannung geringer ist. Ja. Okay. Dann gibt es wahrscheinlich out of the box nicht so. Also kann man nicht einfach so einen GAK kaufen und dann anschließen, weil dann funktioniert es halt nicht. Ja, ja, okay. Ja. Genau, und wir haben die 1500 Zuschauer auf jeden Fall geknackt. 1533 sind es gerade. Tausend Dank an alle, die zuschauen. Jetzt sind wir eine Stunde schon dabei und jetzt laufen wir, glaube ich, langsam richtig. Komm mal in Fahrt. Jetzt geht die los. Ja, cool. Andreas, wie schaut es bei dir aus? Dein Video? Bisschen heiß? Also ich habe es da, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich es hochladen kann. Ich würde mal ein Bild zumindest hochladen. Du brauchst nichts hochladen, du brauchst nur unten unter dem Bildschirm im Studio ist so ein Monitor mit so einem Hoch. Ach so, ja, genau. Laden Dingsbums und dann kannst du es einfach scheren. Dann kann ich dich einblenden. Meinst du, das klappt gut? Ich kann es versuchen. Das ist mega, das ist so schere ich hier aktuell auch. Mhm. Okay. Also einfach abspielen und dann hier einblenden. Genau. Klickst auf Einblenden und dann musst du halt das richtige Fenster auswählen und dann kann ich es hier einfach freigeben oder der Thomas. Okay, versuchen wir es. Also ist gar nicht, ich zeige es aber mal, also wo ich jetzt den Schlag gekriegt habe, keine Ahnung, das finde ich jetzt gerade nicht, ist auch nicht so erheblich, glaube ich, ist jetzt eher so ein bisschen Effekthascherei. Wo ist es? Das zeigt er mir hier gar nicht an, der Sack. Guck gerade mal, nächster Punkt ist auf jeden Fall Hauselektrik AC-Seite, da wird es gleich auch spannend. Aber kommen wir zeitlich eigentlich relativ gut durch, Thomas, oder? Ja, lass einfach mal laufen. Ja. Oh, jetzt kommt was, warte. Zack. Ja. Das sind diese Trenner, diese DC-Trenner quasi. Und die haben ja echt viele Leute gehabt damals. Suntree, ist auch ein deutscher Hersteller, oder? Genau, und passt mal oben auf den MC4-Stecker. Seht ihr den linken? Ich kann mich erinnern. Ja. Oh. Jetzt machst du gleich Puff. Oder du zockst gleich weg. Ja, oh. War schon, nee. Kannst auch Ton anmachen, dann hört man es auch. Genau, wir wollen dich winseln hören. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier passiert, keine Ahnung. Aber das sieht jetzt hier auch schon so ein bisschen angeschmort aus, ne? Ja. Das Ding war total durch, also. Ach, man sieht ja auch, das Plastik ist ja quasi schon so runtergelaufen. Ja. Als genau. Tropfen sozusagen. Das Krasse ist ja, ich habe ja den Stecker so, also ich habe den, das Ding wurde ja so verkauft, ne? Also das Teil ist ja mit den MC4-Steckern so, wie es da ist, so verkauft. Und ich habe die natürlich mittlerweile alle komplett ausgetauscht. Ich glaube, ABB oder so habe ich jetzt, aber also das war richtig übel halt, ne? Und das hat auch gestunken wie die Pest, also keine Ahnung. Also danach waren die sofort weg und es war kein Grund zu sehen, gar nichts, ne? Also es war einfach urplötzlich, war der String weg und zack,
Krass. Dann sah das da so aus. Good quality. Nee, schlecht gecrimpt habe ich auch gedacht. Also wie gesagt, ne, aber die Stecker waren schon alle so dran. Also ich habe das so gekauft, wie es da war. Und da drin ist auch noch eine ganze Menge durchgeschmort. Also keine Ahnung. Ja, krass, krass. Und wenn man sich überlegt, auch gerade, wenn man ja so einen langen String hat, insgesamt, wie viele Kontaktierungen man da hat, ja, da muss man schon drauf vertrauen, dass es alles ganz gut verarbeitet ist. Ja, echt krass. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, zum Punkt 3, der Hauselektrik, AC-seitig, DC-seitig kommen wir auch noch zu. Kommen wir mal zu den Kabelquerschnitten. Die sind auf AC-Seite ja glücklicherweise nicht so ultra dramatisch, sage ich mal. Da braucht man keine 70 Quadratmeter, Millimeter hoch 2 oder so, wie auf DC-Seite. Hier in dem Fall, da sieht man einfach mal meine, das ist einfach mal ein Beispielbild bei mir aus der Unterverteilung. Hier so Phoenix reinklemmen und hier so 2,5 Quadrat. Da läuft jetzt auch nicht viel drüber. Da sind so genau. B16-Automaten dran. Aber jetzt bei einer PV-Anlage, jetzt im schlimmsten Fall, sage ich mal, mit 30 kW hat jetzt meine dreiphasige Anlage. Da habe ich, glaube ich, 10 Quadrat verarbeitet. 10 oder 16? Ich glaube, 10 habe ich verarbeitet. Also mehr als 10 oder 16 braucht man nicht, beziehungsweise hat der Hausanschluss ja meistens auch gar nicht. Genau. Und da laufen ja bis zu 63 Ampere durch oder drüber. Und ja. Also ich würde sagen, 10 ist sogar fast das Maximum, ne? Oder verpasse ich was? Stimmt schon, was ich erzähle, oder? Ja, das kommt drauf an, ne? Wie dein GAC kann schon höher angefahren, nicht dein GAC, dein Hack, also vom Hack zur Unterverteilung kann schon mit mehr angefahren werden, also 25 Quadrat zum Beispiel. Ja. Aber grundsätzlich innerhalb der Unterverteilung ist dann meistens 10 Quadrat der Standard, 16 relativ selten. Ja. Ansonsten, ja gut, du darfst halt keine Querschnittsreduzierung machen, also innerhalb der UV darfst es, aber wenn du dann hier irgendwie zwischen UV und dann was machst, dann wird es halt schwierig mit Querschnittsreduzierung, wenn du danach wieder größer wirst. Da gibt es so diverseste Vorgaben. Ja, ansonsten, also die meisten Elektriker machen das auch nach der Daumenregel, ne? Also wenn du die so fragst, was würdest du da nehmen? Ja, dann wird genau. Dann einfach so, so ein Strom. Ja, genau, so wie meine auch. Ja. Kommt auch immer ein bisschen auf die Leitungslängen drauf an. Je weiter die Leitung führt, desto ja, höher sollte man am besten den Querschnitt irgendwie auslegen. Und das ist ja eigentlich ganz spannend. Ich weiß gar nicht, ist schon seit ewigen Jahren, dass man in der Hausverteilung dann eben, wenn, schlag mich, die Leitung mehr als 14, 15, 16 Meter ist oder so und man so eine 16 Ampere-Geschichte da anschließen möchte mit so einer B16-Sicherung eben die Steckdosen, dann müsste man eigentlich 2,5 Quadrat Leitung nehmen. Aber ich kenne persönlich echt keinen, der 2,5 Quadrat verlegt hat. Ja. Wird halt einfach immer nur 1,5 Quadrat verlegt, weil es halt einfach ein bisschen billiger ist und weil die Verdrahtung von den Steckdosen halt irgendwie stressiger ist, mit je dicker die Leitungen eben sind. Ja. Ja. Aber es ist halt, wie es ist. Die Parallelität innerhalb unserer Häuser, also jetzt gerade mit Solaranlagen, steigt und du wirst dann auch immer größere Querschnitte irgendwie über Zeit verbauen. Ne? Also 1,5 Quadrat, ich würde mittlerweile sagen, okay, wenn ich sowieso neu baue oder so, würde ich halt auf 2,5 Quadrat auslegen. Und gerade wenn wir große Solaranlagen bauen, dann Querschnitt hilft viel. Dann hast du dann weniger Ärger hinterher, ne? Alien TM schreibt auch gerade 2,5 Quadrat ist für Steckdosen, glaube ich, jetzt Vorschrift. Ja, also ich habe selbst vor so über 7 Jahre her mir gedacht, also ich habe alle Kabel auch selber reingezogen, alle Leitungen, habe da einfach gesagt, okay, ich will über 2,5 Quadrat haben, weil preislich damals war Kupfer noch nicht so mega teuer wie heute. Und ich habe halt den Aufwand genommen und war halt ein bisschen stressiger zu verdrahten dann in den Steckdosen. Aber jo, da habe ich überall das einfach durchgezogen. Aber ja, wenn es jetzt Vorschrift ist, dann wird es auch wahrscheinlich mittlerweile so gemacht werden. Wäre mir jetzt neu. Das Einzige, was wirklich Vorschrift wohl ist, dass du vom Zählerschrank zu den Unterverteilungen, also wenn du da mehrere Wohnungen anfährst, dass du da mit 16 Quadrat gehst. Ja, macht ja auch Sinn. So ein bisschen Overhead tut ja nicht weh. Und in Zukunft die Verbraucher werden mehr werden, wenn man dann noch eine Balkon-PV-Geschichte als Einspeisung hat, vielleicht einphasig oder keine Ahnung was, mit einer relativ hohen Leistung, ja, dann braucht man den Querschnitt am Ende des Tages schon. Ja, dann kommen wir mal zur Absicherung der Wechselrichter, oder? Yes, let's do it. Let's do it. Da vielleicht mal lustiges Beispiel nicht, aber ein spannendes Beispiel von Marcel, der hat mich im Vorfeld per E-Mail kontaktiert, als er den Titel der Sendung quasi des PV-Quartetts gelesen hatte. Und tausend Dank erstmal an dich. Mir haben auch noch andere Leser Bilder geschickt, aber das Bild fand ich echt extrem spannend.
so einen Isan-Inverter, den er hier irgendwie installiert hat, 3 Stück davon, primär um sein E-Auto zu laden, um eben die Energie der Batterie da eben zu verwerten in seinem E-Fahrzeug. Und da war irgendwie die Geschichte, er hat da mit, ich glaube, 20, 22 Ampere oder was reingeladen, was eben der Inverter hergab, war kein Stress. Dann hat er das Ganze aber gestoppt. Ich glaube, er hat es über einen Relais-Kontakt gelöst, dass der quasi dann stromlos geschaltet ist oder wird, dieser Inverter. Und dann gehen natürlich auch die Lüfter instant aus. Und da war jetzt seine Vermutung, dass dann, als dann keine Kühlung mehr da war, die Leistung war zwar weg, aber die Kühlung war auch weg, dass dann irgendwas, innen drin sich Lötzinn irgendwie so heiß geworden ist, dass irgendwelche Kontaktierungen zusammengegangen sind, Kurzschluss passiert ist und das Ende vom Lied war eben, dass das ganze Ding völlig durchgeschmort ist. Und so ein paar Detailaufnahmen hat er mir auch geschickt und es sieht schon echt wüst aus. Passiert ist zum Glück nichts, aber anscheinend auch nur, weil er das Ganze nochmal irgendwie vorab gesichert hatte und da ist die Sicherung dann eben durchgeballert und im Gerät selber die Sicherung hat nicht ausgelöst und das ist echt spannend gewesen, fand ich. Alter Verwalter. Ja, also da hätte wahrscheinlich echt mehr passieren können, wenn nicht seine Vorsicherung dann ausgelöst hätte wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Echt übel, üble Geschichte. Insgesamt, ja, absicherungstechnisch, was installiert man da AC-seitig? Ich habe in meinem Fall, hätte ich jetzt auch ein Bild nochmal einstreuen können, in meinem Fall habe ich so ein RCD drinnen, ich weiß gar nicht, mit 0,1 Ampere oder sowas, also relativ hoch. Kann sich in der Zwischenzeit auch schon wieder geändert haben, weiß ich nicht. Der für 63 Ampere, glaube ich, ausgelegt ist. Und dann habe ich noch so einen Leitungsschutzschalter, einen dreiphasigen mit, ich glaube 40 Ampere oder so, dass ich halt in Spitze die 30 kW halt verarbeitet bekomme. Mhm. Ist tendenziell ein kleines bisschen zu niedrig ausgelegt, aber die haben ja irgendwie, ich glaube, die schaffen ja eine Stunde das 1,25-fache von dem, was angegeben haben. Und dass ich längere Zeit wirklich 30 kW anliegen habe, ist bei mir, kann nicht vorkommen eigentlich. Ja. Ich habe sie mit 40 Ampere. Mhm. Die MP2s, die 5000er. Jeder mit 40 Ampere. Ja. Ich glaube, du, Helmut, du hast auch nur DC-gekoppelte Laderegler, oder? Da ist es eigentlich auch kein Stress bei dir. Nee, ich habe ja den großen 15 kW Fronius. Ach, den hast du ja auch noch. Stimmt. Ja, ja. Und habe da noch ein paar Mikrowechselrichter. Wie ist der Fronius angebunden? Also im Manual steht, dass du einen 100 mA oder Größe 100 mA FI, glaube ich, nehmen sollst. Ich habe keinen, ich habe keinen 100er bekommen, ich habe dann einen 300er genommen. Ich habe mir auch extra einen 100er besorgt, ich hatte erst einen 0,5er, glaube ich, also 0,5 Ampere und der 0,1 Ampere, der hat irgendwie, 200 Euro gekostet damals, das war echt Überwindung gekostet, den zu kaufen. Ah, hier habe ich ihn sogar noch rumliegen, den 0,5 Ampere. Das gute Stück, wenn jemand haben will, an den meistbietenden. Ich glaube, braucht man mittlerweile gar nicht mehr so eine hohe Absicherung. Matthias, was hast du noch am Start? Du hast auch noch neben den MPPTs auch noch mal einen so einen AC-gekoppelten Wechselrichter, ne? Ja, genau. Also ich habe diesen 9,18 kW auf dem Dach Ost-West. Das ist der Fronius. Und diesen Solax hinten, der ist auch mit AC angebunden. Also effektiv hängt 4,5 kW oder so, hängt DC-seitig direkt dran. Genau, Rest ist AC. Genau. Weißt du, wie dein AC-gekoppelter Wechselrichter abgesichert ist? Ja, ich habe 20 oder 25 Ampere habe ich die Leitung hinter. Also relativ niedrig, aber ich brauche halt auch nicht mehr. Das ist halt einfach so. Oh ja, wir werden auch schon in den Kommentaren unsere oder meine Aussagen zerlegt. RCD ist keine Absicherung. Ja, ja, sorry. Ja, genau. You know what I mean. Ja. Cool. Wollen wir weiterspringen zum nächsten Thema? Ja. Yes, dann haben wir noch Verschaltung allgemein. Genau. Genau, und genau um das Thema ging es mir da. Du hast genau das richtige Foto rein. Ich wusste nicht genau, was du meintest, ich habe es einfach mal reingeblasen. Ja, ja. Das war also die Geschichte quasi mit dem Hager-Umschalter. Das haben wir jetzt auch schon ganz schön oft strapaziert, das Thema. Genau, also quasi die Verschaltung, hängt das Haus am AC-Out, hängt es am AC-In. Wie kann ich umschalten? Ne? Was brauche ich da für Schalter dafür? Wenn ich sowas haben möchte, Notstrom, ne? Genau. Und in dem Fall ist es ein Kraus und Neimer. Jetzt langsam kann ich mir den Namen merken. Es irgendwie geht nicht so richtig in meinen Kopf. So ein österreichischer Hersteller, der hat jetzt eben so einen Umschalter am Start, der, glaube ich, auch nicht bis, ich weiß gar nicht, auch 40 Ampere oder ich glaube 63 Ampere maximal. Ich weiß es nicht so genau. Also der Hager, glaube ich, könnte mehr verkraften als der hier.
Aber der Vorteil an dem ist halt, dass man den wirklich benutzen kann zum stressfreien Umschalten, weil der halt beim Einschalten so einen vorauseilenden Neutralleiter hat und beim Abschalten einen nacheilenden, dass man dann eben bei einer dreiphasigen Anlage keine Überspannungen sozusagen auf die Phasen drauf bekommt. Und der Hager, den ich auch damals in meinem Blog empfohlen hatte, der laut der ISO-Norm, was er unterstützt, kann der es, aber real nicht. Und jeder, der so ein Ding hat, der kann ihn jetzt mittlerweile wohl auch über so eine Hager-Hotline, die eingerichtet wurde aufgrund meines Blogposts, irgendwie entweder zurückgeben oder eintauschen gegen ein Modell, was es kann. Oder ich weiß es nicht so ganz genau. Da müsste ich mich eigentlich auch mal nochmal damit auseinandersetzen, weil ich habe den auch noch rumfliegen. Den Hager, den ich eben auch ausgebaut habe, aus dem Grund, dass der eben keinen voraus- bzw. nacheilenden Neutralleiter hat. Und da habe ich jetzt auch echt Bauchschmerzen gehabt. Deswegen habe ich ihn rausgerissen und auch diesen österreichischen Umschalter, dieses Äquivalent dazu quasi reingepflanzt. Genau. Du musst da aber immer noch diese zusätzlichen Hilfskontakte installieren bei dem Krause und Neimer, oder? Müssen nicht. Also ich möchte halt wissen, wie der Schaltzustand ist. Einerseits und zum anderen, wenn ich hier auf die Nullstellung gehe, dann schalten meine Multiplus auch komplett ab, weil die Multiplus, die haben ja so eine Drahtbrücke eingebaut, die halt dafür sorgt, dass die Dinge halt eingeschaltet sind, wenn unten dieser Schalter auf 1 ist, und diese Drahtbrücke habe ich entfernt und habe sie eben über diese Hilfskontakte so geführt, dass wenn ich entweder Netz habe oder hier Notstrom, also nach links oder nach rechts gekippt, dann ist diese Drahtbrücke, die vorher drin war, ist diese Brücke quasi drinnen über die Hilfskontakte, die Multiplus laufen, und wenn ich auf 0 schalte, dann gehen eben die Multiplus automatisch aus. Das wollte ich halt unbedingt haben, dass ich einen zentralen Ausschalter oder einen Umschalter habe, den ich auch als zentralen Ausschalter benutzen kann. Sobald ich eben hier auf 0 gehe, ist wirklich alles tot. Und auch Lichterchen beim Multiplus. Das habe ich falsch verstanden. Ich dachte, das wäre quasi der vorauseilende neutrale Hilfskontakte. Nein. Das hat mit den Hilfskontakten gar nichts zu tun. Ah, gut zu wissen. Jo, ansonsten Verschaltung allgemein. Was gibt es noch AC-seitig zu beachten? Weil die nächste Folie, glaube ich, fängt dann schon mit DC an. Noch Spannendes. Faktor 1. Du meinst jetzt bezüglich Instabetrieb? Ja. Ja, das ist ja eher Victron-spezifisch. Ja, ne? Stimmt, hast du recht. Ja. Gut. Die Nullleiter immer gut festschrauben. Da lobe ich mir halt immer diese, hier in dem Fall, diese Phoenix reinklemmen, beziehungsweise diese, wie heißen die rein technisch? Keine Ahnung. Wo man halt einfach dieses Click-In hat, schiebt man es einfach rein, und sobald man es eingesteckt hat, ist es halt arretiert und da kann sich auch nichts mehr lösen. Das finde ich insgesamt schöner als hier diese Schraubkontakte. Da muss man ja wieder mit so Werkzeug operieren, mit Drehmoment und Gedöns und sowas. Ja, da finde ich das echt schon einfacher. Aber es ist halt, wie es ist. Man hat noch ganz viele Schraubkontaktierungen. Jo. Gut. Bringen wir zum nächsten Thema. Yep. Ich sehe gerade 1:15 haben wir. Jo, sind wir eigentlich ganz gut in der Zeit, oder? Thomas, läuft. Ja, hinten gibt es noch. DC-Seite gibt es viele die Punkte. Die ganze DC-Seite, das wird nochmal. Jetzt, aber wenigstens sind wir schon mal bei DC. Jetzt haben wir Kabelquerschnitte. Das bekommt von dir, Matthias, oder? Ja, das ist BMS von JK ist das. Und ich habe es ein bisschen lustig gefunden, weil da steht 7 AWG drauf und dann schaut man nach, sind da irgendwo so 10 Quadrat oder so, zweimal, also 20 Quadrat, und ist halt offiziell eigentlich angegeben für 200 Ampere Nennstrom. Ja, sportlich. Wow. Sportlich. Aber hey, es hat so eine Gummi- oder eine Silikonummantelung, die hält höhere Temperatur aus. Ja, genau, das habe ich auch gesagt. Darum ist es wahrscheinlich Silikon, weil sonst schmilzt es halt einfach weg in Temperaturen. 200 Grad ist, geht da was. Krass. Ja, echt abgefahren. Aber könnte man jetzt, blöd gesprochen, das BMS hier aufbauen, die Kontaktierungen hier lösen und was anderes ranlöten, oder ist es doof? Ja, ich sage es mal, mit so einem richtig fetten Lötkolben würde es wahrscheinlich sogar gehen, aber ich sage immer, also ich habe immer so eine 50%-Regel, wenn ich in China irgendwas kaufe, dann sage ich, okay, wenn da 200 Ampere angegeben ist, dann ist irgendwo 100 Ampere im Endeffekt. Good point. Kommt dann meistens ganz gut hin, ja, aber 7 AWG ist schon ein bisschen hart in dem Fall, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann kommt er noch dazu, dann sind die Kabel nicht ganz genau gleich lang, und dann ist die Stromstärke, die sich dann unterschiedlich aufteilt zwischen den, okay. Ja. Aber ich glaube, grundsätzlich können wir sagen, dass wir nicht mit 10 Quadrat arbeiten wollen, auch nicht mit 2 Kabeln, sondern mit anderen Querschnitten im DC-Bereich. Ja, bitte, ja.
Also ist ja auch echt Fun Fact. Ich habe ja 6 Batteriepacks im 18S und ich habe bei meinem BMS 70 Quadratkabel rangeballert. Und selbst die waren echt mehr als handwarm. Viel, also 40, 45 Grad werden die locker warm, wenn ich da längere Zeit richtig Vollgas drüber laufen lasse. Also so 20 kW in Summe über die 3 Multiplus. Das heißt, runtergerechnet pro Batteriepack sind es dann so um die 3,5 vielleicht kW. Und dann runtergerechnet sind es dann 60. Bei 60 Volt hilft mir so 60 Ampere rum. Ja, ich meinte 60 Ampere, ja. Und selbst die 70 Quadrat, wenn, wie gesagt, mehr als handwarm, das heißt schon einiges. Ja. Hat einer von euch schon mal Tests gemacht? Ich glaube, der Andy, Offgrid-Andy, hat da schon viel mit rum experimentiert, oder? Ja, was die Temperaturen angeht. Der Andy hat ja die Dinger im Einsatz, glaube ich. Die JK-BMS, glaube ich, im Einsatz. Wie gesagt, das Teil verbaue ich jetzt dann auch bei meinem Corsair, aber es wird dann einfach begrenzt auf maximal 150 Ampere. Also muss ich mal erstmal anschauen, ob das dann noch vertretbar ist. Es ist zum Glück nicht lang, vorne und hinten, aber wenn es dann zu heiß wird, dann baue ich da was anderes rein. Aber ja, gut. Ich komme da noch mal auf die Zeit schon. Ich frage euch bei Andreas' Video neulich ganz spannend, wo du gezeigt hast, wie der Zeitfaktor auch mit reinspielt bei höheren Strömen. Andreas ist eingefroren. Was? Nee, was meinst du? Du hattest ja ein Video gemacht, wo es darum ging, wo du verschiedene Leistungen drüber gejagt hast über eine verschiedene Zeit. Das war im Kontext der Balkonkraftwerke, glaube ich. Wie heiß das Ganze dann wird, die Leitungen? Dass man da aufpassen muss. Wenn der lange Zeit... Oder ja, da ging es aber um AC-Sachen. Ja, da ging es um AC in einer... Ja, genau. Stimmt. Aber gut, was bei AC zählt, zählt der für DC auch, oder nicht? Also ich meine... Ich würde jetzt auch denken, der Unterschied ist da nicht so wahnsinnig groß. Also ich habe ja auch so ein JK-BMS und 200 Ampere über die Leitung auf keinen Fall. Also das ist totaler Bullshit. Ne? Maximum, die sind auf 120 Ampere, glaube ich, dann wirklich mit Schmelzsicherung abgesichert. Und da wird die Leitung warm. Also wirklich schon erkennbar mit der Wärmebildkamera, sodass ich jetzt sagen würde, viel höher würde ich nicht gehen. Also ich weiß nicht, eigentlich ist es unverantwortlich, wie die das so verkaufen und auch irgendwie da. Also ich persönlich würde es nicht machen. Also oder. Es ist ja eigentlich relativ einfach. Wenn du in den Wiring Unlimited Guide von Victron schaust, die sagen, Querschnitt mal 3 ist so die maximale Dauerbelastung bis 2 Meter Länge. So, dann bin ich da bei 30 Ampere und nicht bei 200. Ja. Ich hab ja mal so einen Test mit so einem Google Powerpack gemacht und die haben 35 Quadrat, liefern die standardmäßig mit, auch mit so einer Silikonummantlung. Und ich habe das Kabel dauerbelastet mit 140 Ampere und das ist hinterher über 80 Grad heiß gewesen, das Kabel. Also es war schon so, und das ist halt so, das würde ich auf keinen Fall jemanden, und das BMS selber ist, glaube ich, bis 200 ausgelegt gewesen, das weiß ich aber nicht mehr genau, und würde ich aber auf keinen Fall darüber fahren wollen. Und das ist halt alles ein bisschen knapp, ne? Und ja. Also ich glaube, als Daumenwert können wir sagen, nicht, und dass man auf 50 plus gehen sollte, ne? Oder halt einfach entsprechend Puffer lässt, dass man einfach sagt, das BMS trennt halt früher. So wie Matthias sagt, am besten irgendwie 50% dessen einstellen, was die vorgeben, und dann ist man wahrscheinlich einigermaßen auf der sicheren Seite. Ja, es gibt ja die Normtabellen halt für die Strombelastbarkeit, die sind auch eigentlich unabhängig von der Länge. Also, ist jetzt natürlich nicht ganz, aber ist egal, also grundsätzlich schon. Und da kann man halt reingucken und da muss man halt nochmal schauen, was weiß ich, wie die verlegt sind, aus welchem Material dann halt die Ummantelung ist. Also hier ist es ja Silikon, das heißt, da wäre es tatsächlich ein bisschen besser, also hält etwas mehr aus. Es sind nur noch so kleine Faktoren, die da reinspielen, ist am Ende aber auch alles jetzt nicht wahnsinnig ausschlaggebend. Die Tabellen sind aber auf jeden Fall sehr hilfreich, um da so ein bisschen so einen Einblick zu bekommen. Wenn man sich da halbwegs dran hält, dann sollte man eigentlich da schon safe sein. Aber die Käbelchen, also wie gesagt, ich habe genau das Teil und 200 Ampere würde ich ja niemals drüber jagen. Ne? Also das wird bei 100 bisschen drüber schon warm, aber also ich mag es gar nicht, wenn jetzt Kabel irgendwie fühlbar warm sind, also deutlich über 30 Grad, sage ich mal, da hört bei mir, also mag ich jetzt nicht so gerne, also ja. Fairerweise muss man halt wirklich sagen, dass diese 7 ABG, also wenn ich jetzt 2 Kabel habe mit 10 Quadrat, ist das deutlich höher belastbar, als wenn ich jetzt ein Kabel habe mit 20 Quadrat. Das darf man halt auch nicht vergessen.
das macht halt auch gewaltig was aus. Also ich habe nachgeschaut heute halt irgendwo, so glaube theoretisch sogar 150 Ampere oder sowas, das dürfte. Also diese zwei Käbelchen zusammen, wenn ich jetzt ein Kabel, glaube ich, nehme, dann waren es irgendwo, müsste es lügen, ich glaube 90 Ampere oder so. Also es ist schon deutlich weniger, wenn ich jetzt ein Kabel habe. Aber trotzdem ist es einfach nicht schön. Also es wird halt warm, die Wärme kriegt es natürlich weg, wenn es zwei Kabel sind, weil einfach die Oberfläche mehr ist. Aber es ist halt einfach unschön. Es ist einfach, ja, ich finde es nicht gut. Es funktioniert. Ich werde jetzt irgendwo bei so, denk mal irgendwo, ja, es sind ein 5000er hängt dann dran. Das müsste gehen, sage ich jetzt mal. Das müsste eigentlich schon funktionieren. Aber mehr auf keinen Fall. Also da ist dann wirklich Ende. Und dann eben, wie vorhin gesagt, am besten die Volldampf laufen lassen über eine längere Zeit und dann mit der Wärmebildkamera draufleuchten und einfach gucken, was abgeht. Das habe ich da und werde ich auch machen, ja, definitiv. Wie bei Jens, bei dem einen BMS im geöffneten Zustand, wie viel wird es da, über 120 Grad warm oder so da drinnen? Ja. Also das war brutal heiß. Brutal. Wobei, an den Sicherungen hatte ich 170 hinterher. Also das war schon, war muckelig. Kann man hier ein Ei drauf braten. Ja, krass. Übrigens, vielleicht noch eins. Es bringt nicht viel, Elektriker zu fragen meistens, also weil die haben von DC nicht so viel Ahnung irgendwie. Ja, die wollen nicht, ne? Ja, also, DC ist für die Hashtag Neuland. Ja. Und was auch so der absolute Klassiker ist, was ich immer wieder erlebe, ist Pylontec. Pylontec hat ja 25 Quadrat, sind bis 125 Ampere zugelassen und dann bauen die Leute Stacks irgendwie so aus 7, 8, 5000ern zusammen übereinander und fahren dann mit einem Kabelpaar oder vielleicht, wenn es ganz gut läuft, mit zwei Kabelpaaren und hängen da drei 5000er ran und am besten noch so ein RS450 200 und laden dann mal so richtig. Die kann man machen. Richtig schön zum Glühen damit. Kann man auch gut als Heizung benutzen im Keller. Ja, aber das macht Pylontec tatsächlich, wenn du auf deren Webseite guckst, dann haben die das da genauso drauf und die Leute bauen das einfach stumpf nach, was die da zeigen. Ne? Und ob das Sinn macht oder nicht, ist mal eine ganz andere Nummer, aber das ist eigentlich schon fahrlässig, was die da tun. Also mehr als zwei 5000er kannst du eigentlich realistisch nicht mit einem Kabelpaar anfahren. Vollkommen korrekt. Also wenn bei uns Leute ankommen und so eine Anlage kaufen wollen, dann sage ich immer bei Pylontec, nimm pro Akku ein Kabel. Die Dinger sind auch nicht so teuer, diese Fertigkabel und fertig. Und dann hast du überhaupt kein Problem mehr. Und dann jammern sie, dass sie noch einen Lynx mehr brauchen. Wollte ich gerade sagen, da wird es dann halt an der Stelle wahrscheinlich teurer. Ja, dann gebe ich irgendwie 10.000 Euro für einen Akku aus und meckere dann, weil ich 100 Euro für einen Lynx ausgeben muss. Also, Naja. Aber das ist der Klassiker. Gut, next point, Krimpen. Krimpungen. Also ich hatte jetzt hier nochmal, kurz reingatschen. Ich habe jetzt mal ganz schnell geguckt, bei einadrigen Leitungen, also jetzt kein Silikon und so, aber das ist die Strombelastbarkeit bei 25 Quadrat 129. Ja. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen mehr bei den beiden, wenn du die jetzt einfach addieren würdest, die Flächen, was ich glaube ich auch nicht für ganz richtig halte. Aber das wäre es quasi, ne? Also irgendwie um den Dreh, also ich meine, wie gesagt, 25 wäre jetzt auch was drüber, also ich denke, mit dem Faktor kommt man da wahrscheinlich hin, also 200, ich, wie gesagt, halte das für eigentlich fahrlässig. Ja. Und denke so, auch, dass das heiß wird. Also, aber gut, wenn man jetzt... Ich frage mich auch, ob die Elektronik da drin das aushält. Wollte ich gerade sagen. Ehrlich zu sein. Vielleicht mal kurzzeitig, aber ein paar Minuten, weiß ich nicht, wie das BMS dann darauf reagiert. Kann man testen. Ja... Wäre bestimmt spannend. Dann haben wir hier Krimpungen. Ja, wir hatten hier was verbrochen. Wer hat das Bild hier zugesteuert? Das war von mir. Das heißt, das ist hier so quetschmäßig, hier mal einmal gequetscht, da einmal gequetscht. Ja, das sind diese Punktquetschungen. Ne? Kerbpresszange. Ist immer noch zulässig übrigens und immer noch meines Erachtens sogar noch besser als wie eine billige Sechskantpressung. Also mit einem billigen Gerät, mit irgendeinem billigen Teil, Sechskantpressung, da ist das besser, weil ich einfach punktuell mehr Druck aufbringe. Das Bild, was man drunter sieht, zur Erklärung, das war der erste Versuch mit der Zange. Die Zange ist ausgenudelt, also das muss ich auch an der Stelle sagen. Die ist nicht ganz mehr so klasse. Die habe ein bisschen jetzt nachgearbeitet, jetzt ist gut. Aber wenn man da halt nicht aufpasst und die Zange halt einfach jetzt so wie ich Gebrauch kauft und verwendet, dann schaut das halt erstmal nicht so super geil aus. Also das ist das nicht unbedingt toll. Das heißt, man hat hier über so Lufteinschlüsse. Was passiert dann im schlimmsten Fall? Ja, ich denke jetzt, dass das in dem Fall wahrscheinlich sogar ausreichen wird. Also reichen wird schon, ne? Reichen wird schon, aber
man erkennt schon, es ist definitiv nicht gasdicht und definitiv auch noch Luft nach oben. Also da geht noch was, ja. Das heißt, man hat über die Zeit vielleicht auch das Problem mit diesen Lufteinschlüssen, dass da irgendwas, kann da Korrosion passieren? Was passiert da? Ja, also ich, wenn sowas presse, ich hau da immer vorher ein Kontaktöl mit rein, also so ein Kontaktspray, dass wenn was drin ist, das nicht so leicht korrodieren kann, ob es jetzt richtig ist oder nicht, keine Ahnung. Ich hatte noch nie ein Problem damit, sage ich mal so, aber ja, es ist schon anfälliger. Wenn im Idealfall ist es komplett kompakt und keine Lufteinschlüsse mehr drin, dann kann nichts passieren. Das wäre so der Idealfall. Ja. Das, wie man rechts daneben sieht, das ist vom Jens. Würde ich gerade sagen. Der hat schon ein bisschen andere Zange wie ich, da geht richtig was. Und Jens, der hat heute erstmal seine Flex in die Hand genommen und hier das Kabel getrennt für uns. Der Kabelschuh ist nur für euch gestorben. Das sieht echt 1A aus. Das ist hier dieses Riesenmoped, oder? Diese Riesenpress-Quetsch-Geschichte. Ja, ja, genau. Die habe ich dann einfach mal genommen. Eine pneumatische, oder? Bitte? Eine pneumatische. Ja, elektrohydraulisch, genau. Ach, elektrohydraulisch. Ja. Weil ich hab eine pneumatische, die ist auch gut. Pneumatik ist ja Luft. Nee, mit Öl. Ja, dann ist es Hydraulik. Ja, Hydraulik, sorry. Quatsch. Ja. Aber du hast okay. Was hast du? Dann ist elektrisch. Ja. Ja, nee, meine nicht. Meine ist nur handhydraulisch, aber macht auch 800 ja, also, oder so. Schlussendlich habe ich ein ganz normales NS, A, G, Ö, oder wie das heißt, das Kabel. Ich kann es mir einfach nicht merken. Genommen und habe das in einen Klauke-Dienschuh reingeschoben. Habe das mit dem entsprechenden Werkzeug gepresst und da kommt dann quasi, also wenn man, ich habe es versucht noch ein bisschen zu schleifen, das ist ein einziger Kupferblock, ne? Das kann man also null unterscheiden, das sieht aus wie ein Stück Kupfer hinterher. Und Klauke ist auch ein guter Punkt, ich glaube, das ist auch ein guter Hersteller, den benutze ich auch immer für diese Ringkabelschuhe oder gibt es ja auch andere Varianten, aber die sind echt schön massiv, die kosten zwar irgendwie 1-2 Euro mehr gefühlt pro Stück, aber da habe ich auch echt immer ein gutes Gefühl dabei. Weil ich habe auch schon mal ein paar bei Amazon geordert, das ist so lapprig. Da hätte ich, weiß ich nicht, das würde ich nicht ungern einsetzen. Oder habt ihr andere Marken im Angebot, die vielleicht besser sind, günstiger, kein Plan was? Oder setzt ihr auch auf Klauke? Ich weiß gar nicht, welche Marke meins ist. Also auf jeden Fall nicht die billigen aus China. Ja. Nee. Die siehst du auch sofort, dass die viel dünnwandiger sind und dann passt es auch oftmals gar nicht mit der Zange. Die werden dann gar nicht richtig gepresst. Das Werkzeug, das Kabel und der Schuh müssen zusammenpassen. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann hast du potenziell sowieso schon ein Problem. Ja. Und ich sage jetzt mal ganz klar und deutlich, wenn man am Kabelschuh sparen muss, dann sollte man sich überlegen, ob man den Akku aufbauen soll. Ich sage jetzt mal ganz klipp und klar an der Stelle, wenn es an dem scheitern sollte, dass der Kabelschuh zu teuer ist, dann glaube ich, ist irgendwas verkehrt. Ja, also das Risiko ist einfach zu groß. Das sehen wir in den nächsten Bildern dann noch, was passieren kann, wenn so ein Kabelschuh nicht richtig gepresst ist. Das ist richtig übel und da sollte man wirklich nicht sparen. Also das, nee. Eine Frage hätte ich noch so vom Handling her. Also ich habe es auch nicht überall gemacht, wenn es irgendwie schnell gehen musste. Also ich habe dann auch mit den Händen, also mit Fingerfett, keine Ahnung was, hier drauf dann irgendwie operiert sozusagen und dann das Ganze angeschlossen. Haltet ihr das für kritisch? Sollte man das irgendwie mit Isopropanol, keine Ahnung was, reinigen vorher, damit es wirklich alles komplett, keine Ahnung, safe ist? Oder ist das irgendwie wirklich wurscht, wenn da so ein bisschen Fingerschmalz dran ist? Oder habt ihr darauf geachtet beim Anschließen, dass ihr nochmal extra gereinigt hättet oder irgendwas? Nee. Weil gerade bei den Zellen guckt man ja immer, dass man die Busbar immer super reinigt und hier die Kontaktierungen vorher an den Zellen, wo man es draufschraubt, da habe ich bei mir auch ganz akribisch alles abgeputzt und keine Ahnung was. Aber da an der Stelle habe ich auch nicht drauf geachtet. Also was ich mal hatte, war bei einer Zelle, da war tatsächlich eins der Gewinde, also das Gewinde von einer Zelle ist so ein bisschen lose geworden mit der Zeit, also ich weiß gar nicht genau, also warum, weiß ich nicht. Und das ist krass korrodiert tatsächlich. Und also ich habe das dann, wie gesagt, ich checke ja immer die Zellen regelmäßig, dann ist dann relativ früh aufgefallen mit der Wärmebildkamera. Aber da ist wirklich das Gewinde in der Zelle halt, das war halt nicht mehr so ganz in Ordnung. Und dann war auf einmal alles schwarz drumherum, das konntest du richtig sehen. Hast auch gemerkt, das leitet alles nicht mehr. Das war halt ein bisschen ärgerlich, war jetzt am Ende kein großes Problem. Ich habe dann mit dem Gewindeschneider einfach ein neues reingedreht.
und das dann nochmal neu verschraubt und so weiter, dann nochmal ein bisschen Fett oder so dazwischen getan, also dass die Stellen dazwischen nochmal luftdicht sind, und seitdem war jetzt Ruhe, aber also auf Finger oder so habe ich jetzt auch nicht aufgepasst, aber es ist eine gute Frage, ob das irgendwie die Oxidation beschleunigen kann. Aber hier heißt es Handschuhe tragen, sehr kritisch, sein, ne? Keine Fettfinger dran, ja. Also besser ist natürlich, wenn man darauf achtet, keine Frage. Hier schreibt Christian, glaube ich, jetzt ist wahrscheinlich nicht das Problem, ne? Wahrscheinlich irgendwelche Säuren oder sowas, ne? Die dann die Oxidation irgendwie in Gang setzen. Also Fett wäre jetzt grundsätzlich, wenn es die Lufteinschlüsse wegpresst, okay, aber... Kein Plan, dass man da einen Schlons an den Fingern hat. Ja. Ich krimme und löte immer, schreibt der Christian. Löten ist eigentlich nicht so geil wie im Vergleich zu gekrimmt einfach, oder? So kalt. Heißt es Kaltschweißen? Ich weiß gar nicht. Bin da auch raus. Nee, also löten geht theoretisch schon, habe ich auch schon gemacht. Also man muss ja wirklich aufpassen, manches Lötzinn hat halt wirklich flussmitteltechnisch da irgendwo ein Problem. Das muss man halt nachher wirklich sauer machen, und wenn man das nicht rauskriegt, das zieht er kapillar ins Kabel rein, und dann kann das richtig oxidieren da drin. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Ja. Ach, spannend. Ja, das Problem bei Löten ist halt bei diesen großen Querschnitten, dass du eigentlich das ganze komplette Paket gar nicht so heiß kriegst, dass es sauber reinlaufen kann, ohne dass du die Isolierung vom Kabel beschädigst. Richtig. Also musst halt hinten, ich habe immer so einen nassen Lappen quasi hinten rübergewickelt und vorne dann mit der Flamme drauf, und dann geht es relativ gut. Also es funktioniert schon, wenn man ein bisschen Übung drin hat. Aber das Problem ist halt immer das Flussmittel. Ohne vernünftiges Flussmittel geht es nicht, und die guten Flussmittel in Anführungsstrichen muss man halt nachher wieder auswaschen. Eigentlich, und da ist es halt irgendwann problematisch mit Korrosion. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Ich würde es nicht empfehlen, lieber in eine gute Zange investieren irgendwo, und wenn man das Geld nicht hat, dann lieber eine, sage ich mal, gebrauchte, was weiß ich, Klauke oder so, immer noch besser, als wie irgendwie rumfuschen an der Stelle. Das ist wirklich nicht lustig. Also in diesen Steckern. Also, ich meine, bevor man sich da vielleicht auch verrückt macht, vielleicht auch einfach die Kabel fertig gekrümmt kaufen. Das geht ja auch. Da gibt es ja Anbieter, halt die Längen sauber ausmessen und dann fertig bestellen. Das ist schwierig, finde ich. Warum? Gerade wenn man Kabelkanal hat und dann hat man noch Biegeradien und sowas, das hundertprozentig akkurat, je nachdem, je fetter die Kabelquerschnitte sind, umso schwieriger finde ich das. Weil da, also keine Ahnung, ich gucke auch schon vorher, wie lang könnte es sein, damit ich es ungefähr ablängen kann im Vorfeld vielleicht, wenn ich nur durchpopeln muss, dass es nicht anders geht. Und da lasse ich auch immer ein bisschen mehr Luft, und oft hab ich dann die Geschichte, dass es gerade so reicht. Also das ist so mit Nachmessen, finde ich echt schwierig immer. Aber vielleicht stelle ich mich da auch, wenn die doof an, kein Plan. Wobei du ja eigentlich eh immer ein bisschen Überlänge hast, weil du musst ja theoretisch alle DC-Leitungen immer gleich lang aber machen. Und ja. Ich muss Helmut da schon recht geben. Also wenn ich nicht das passende Werkzeug habe und das alles nicht irgendwie sauber so bauen kann, wie das also wirklich vernünftig gemacht ist, dann bestelle ich es lieber, anstatt dann hinterher irgendwie einen Brand zu riskieren. Ja, keine Frage. Nur wegen so einem Mist. Ne? Also ja. Aber also dann lieber ein paar Zentimeter mehr bestellen, damit man auf der sicheren Seite ist. Weil meine Erfahrung ist, da sind wir wieder einer Meinung. Ja, aber also ich würde da zumindest noch mal einhaken, wenn man es dann bestellt, dann, also keine Ahnung, dann würde ich jetzt, also muss man halt aufpassen, weil da kann man, also gerade bei Kabeln und so, kann man dann nicht mehr so unterscheiden, ob die gut sind oder nicht. Wenn du jetzt halt irgendeinen Rotz bestellst, also ich meine, nur weil du es bestellst oder kaufst, heißt das noch lange nicht, dass es gut ist. Also ich finde, das wird oft immer verwechselt. Ich finde, gerade bei den Akkus ist das oft ein Problem. Also es werden halt im Moment Tausende von Billig-Akkus verkauft, also halt irgendwie mit irgendwelchen Zellen drin, wo du keinen Plan hast, was drin ist. Und das heißt noch lange nicht, weil du irgendeinen scheiß Kasten gekauft hast, wo irgendjemand sagt, der ist sicher, dass er auch das wirklich ist. Also gerade wenn der irgendwie aus China kommt oder so, und wenn er super günstig ist, dann wäre ich ja schon sehr, sehr skeptisch an vielen Stellen. Also ich bin da teilweise schon so ein bisschen schockiert, was da teilweise auch so im Umlauf ist. Und das ist auch bei mir so ein Grund, warum ich überhaupt gar keine Akkutests mehr mache und so, weil ich da echt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also du kannst denen einfach gar nicht mehr trauen und so. Ich bin da total skeptisch geworden. Also, also nur noch bei wirklich Herstellern, wo man weiß, die haben irgendwie Markenzellen drin, das sind Grade-A-Zellen oder so, also oder von mir aus auch Grade B, aber dann halt nur, wenn es jetzt irgendwie sich dann um Maßprobleme handelt oder so, aber jetzt nicht dass ich nicht mal weiß, ob die dann möglicherweise schon lange liegen, irgendwelche ernsten Probleme hatten oder so. Also das ist ja leider irgendwie teilweise überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen. Da habe ich echt keine Ahnung.
Bei Kabeln weiß ich es jetzt zugegebenermaßen nicht so genau, aber bei Akkus oder so, bei solchen komplexen Teilen, ist es oft schon echt ein Problem. Ja, spannend ist auch, ich glaube, manche mogeln auch so ein bisschen teilweise, die nutzen halt nicht Kupfer, weil es ja teuer ist, sondern hauen da noch ein bisschen Aluminium mit rein und sowas und dann hast du zwar einen fetten Querschnitt, aber dann kannst du auch weniger Ampere drüber ballern und das siehst du vielleicht auch als Laie gar nicht. Und dann hast du am Ende auch ein Problem. Ich glaube, bei Lautsprecherkabeln ist es auch immer so, die billigen Kabel, die sind dann richtig schön fett und die sehen dann gut aus, aber dann ist halt komplett Aluminium und dann kannst du halt weniger drüber ballern. Ja. Was haltet ihr von diesem? Am Ende ist regelmäßig Wärmebildkamera ist immer das Beste. Also, ja, das weil dann weißt du, das Ding zeigt es einfach. Ne? Da brauchst du halt nicht mal eine teure oder so. Also für so Kabelgeschichten, da reicht ja eine recht einfache, die muss nicht teuer sein. Wenn die irgendwie ein paar Grad anzeigt, Differenz halbwegs vernünftig, dann erkennt man das ja in der Regel schon. Ne? Was haltet ihr von diesen günstigen hydraulischen Pressen, die es da so im eBay zu kaufen gibt? Du meinst diese großen Zangen da, die so 30, 40 Euro kosten, wie auch gerade im Kommentar genau, geschrieben wurde. Da diese so 10-Tonnen-Pressen oder was die da. Also ich habe die auch schon bei mir verwendet. Ich habe die auch, ja. Hat eigentlich soweit ganz gut funktioniert. Ich habe dann halt mehrere Pressungen gemacht, aber ist wahrscheinlich auch nicht so mega safe, weiß ich nicht. Ich habe jetzt mittlerweile auch die, also die der Jens hat, aber ich habe so ein billiges China-Derivat, aber das presst echt gut durch und da habe ich auch schon mal durchgeschnitten und das sieht echt perfekt aus. Aber ja, also ich glaube, mit so einer billigen kann auch funktionieren, wobei ich habe da auch viele Pressungen mitgemacht und die hat sich dann auch schon so ein bisschen ausgeleiert. Weiß ich nicht. Merkt man halt, dass es halt nur 30, 40 Euro kostet. Oder wie ist deine Erfahrung, Thomas? Meine ist eigentlich ganz gut, was die Zange angeht. Also die Krimpzange, die war okay. Die hydraulische, wo ich eher Schwierigkeiten hatte, war mit der Zange zum Ablängen. Ja, weil die hat sich, diese Ratschenzange, die ist dann, das ging fast überhaupt nicht, weil die beiden Messer quasi auseinandergegangen sind. Also und dann hat sich das Kabel nur zwischen den zwei Messern gefangen und geklemmt. Das war fürchterlich. Ich habe mir dann danach eine einfache gebaut, gekauft, die jetzt keine Ratsche ist und die hat super funktioniert. Mit 70 Quadrat, ja, die geht durch wie Butter. Stark. Ja. Ja, Werkzeug ist das A und O. Ich habe auch einmal versucht, da hatte ich kein Werkzeug da, mit der Säge da durchzugehen. Das kannst du völlig knicken. Also da brauchst du wirklich gutes Werkzeug, sonst kommst du nicht ans Ziel. Ja. So. Weiter im Programm. Was haben wir jetzt? Absicherung, Batteriepack. Zack. Oha. Was sehen wir denn hier? nehmen wir nochmal ganz kurz zurück. Wir hatten ja noch eine Frage, die du eingeblendet hattest, Thomas. Ja. Probleme mit der Krimpung. Ist man nach 12 Monaten safe? Es hängt davon ab, wie viel Last über die Leitung geht. Ich würde sagen, wenn die Krimpung scheiße ist, dann bist du niemals safe. Irgendwann macht sich das bemerkbar. Ja. Also im besten Fall macht es sich gleich bemerkbar, wenn du dann halt den Test fährst und mit der Wärmebildkamera draufhältst. Im schlimmsten Fall, wenn es über Zeit korrodiert, weiß der Kugel, was passiert, bist du wahrscheinlich auch nicht nach 12 Monaten safe. Ja. Schwierig zu beantworten. Ja. So. Also eine Erwähnung hätte ich noch zu diesen Pressgeschichten. Also wenn du eine vernünftige und eine gute Zange hast, dann wird auf jeden Fall, das hatte ich auch mal in einem Video gezeigt, da wird auf jeden Fall so ein Code Stempel in die Kabelschuhe gepresst. Das heißt, du weißt, kannst auch nachweisen, dass du mit dem richtigen Werkzeug, mit dem richtigen Druck, den richtigen Kabelschuh gepresst hast. Mhm. Na, also das ist manchmal auch relevant. Also jetzt, ich glaube in unserem Bereich jetzt nicht unbedingt so, aber wenn du solche Kabel kaufst und die hochqualitativ sind, dann sollten die auf jeden Fall solche Pressmarken haben. Ja. Also wir haben eine Sache für Haftung einfach. Ja. Genau. Ich meine, nicht umsonst, also ich weiß gar nicht, die Brauchwasser-Wärmepumpe, die ich mir habe einbauen lassen vom Installateur, die hat auch so ein Presskrimp, keine Ahnung was, Werkzeug, um hier diese Wasserladungen zu verpressen. Und er meinte, das Ding kostet irgendwie 3.000, 4.000 Euro. Nicht, weil es so geil ist, sondern weil es halt irgendwie zertifiziert ist und schnick, schnack, schnuck. Da kann er halt sicherstellen dadurch, haftungstechnisch, wenn er das damit verpresst hat und da irgendwas Undichtigkeit ist, dann ist der Hersteller halt dran sozusagen und entsprechend sind die Dinge halt zu teuer. Das hat dann halt mit Zertifizierung zu tun und Gewährleistung, genau. Das ist allgemein mit dem ganzen Gedöns von Heizungsbau und so. Also bei mir zum Beispiel dieser Sunnypack-Rohr, das ich da verarbeitet habe,
gibt es auch so eine komische Aufweitzange, die, wenn man anschaut, da sagt man, ja gut, das kostet 50 Euro, das Teil. Aber das kostet, ich glaube, 2.000 oder 3.000 Euro, das ganze Werkzeug. Das ist richtig teuer. Aber da geht es einfach um Zertifizierung und wenn irgendwas wäre, dass der Hersteller einfach auch haften kann. Ja, der Hersteller gibt 50 Jahre Garantie auf das Rohr und die will er dann eben auch haben, wenn das Werkzeug dann verwendet wird. Ja, ansonsten kriegt man das einfach nicht. Ja. Nochmal kurz zurück zur Krimpung. Das Bild kommt glaube ich, von dir, Matthias, oder? Ja, von mir ist nicht direkt. Es kommt von einer Firma und die haben da ein paar Probleme festgestellt bei so Kunden, ja, die da irgendwo versucht haben, selber was zu krimpen. Also links, das war die Krimpung von der Firma selber und rechts hat anscheinend der Kunde irgendwie rumgepresst. Krimpung sah erstmal gut aus anscheinend, sonst hätten sie es nicht eingebaut und dann ist halt das passiert. Ja, das ist nicht unbedingt schön. Das wird dann auch ein bisschen wärmer als mal 100, 200 Grad, wenn es so ausschaut, oder? Ja, geht dann ordentlich was. Zum Glück hat dann irgendwas mehr abgeschalten oder hat es irgendwer gemerkt, weil das wäre richtig übel im Ausgang, denke ich mal. So wie das aussieht, war mit Sicherheit der Nasenfaktor oder auch schon im Spiel. Ja, das mit Sicherheit, ja. Aber das ist auch ordentlich Strom, also das jenseits von 300 Ampere, denke ich mal, an der Stelle locker. Und da, ja, wenn irgendwas nicht stimmt, also da wird auch direkt irgendwo, haben es gemeint, Lichtbogen, Plasma innen drin gewesen sein, das ist richtig, richtig abgehangen da drin. Also. Ja, krass. Ja, da muss so ein Kasten hier auch etwas aushalten, krass, ja. Drum haben die auch einen Kasten rum, also sie haben quasi getrennte Kästen für einmal für Plus und einmal für Minus. Also getrennt an der Wand, dass das ein bisschen, ja, kostet einfach mehr, aber macht schon irgendwo teilweise auch Sinn, denke ich mal. Ja. So, dann haben wir hier Absicherung des Batteriepacks. Ah, da haben wir leider auch kein Bild am Start. Ich weiß gar nicht, welches Bild war das. Der Jens wollte eins suchen, hat es aber nicht mehr gefunden. Richtig? Ja, tatsächlich. Okay, macht nichts, kein Problem. Ja, ich hatte das mal rumgeschickt bei uns im Kanal, das weiß ich noch. Und da war es halt so, dass eine Megasicherung halt mal komplett einfach mal Vollgas durchgebrannt ist, weil da halt auch ein Kurzschluss war. Und da konnte man prima sehen, wie denn das dann, also dass dann nicht nur die Sicherung einfach mal durchgebrannt ist, sondern die ganze Wand dahinter auch noch schwarz war. Ich habe das Foto blöderweise nicht mehr gefunden. Also, aber grundsätzlich ist das halt auch so ein Thema. Gerade die Absicherung, also man muss auch nicht nur das reine Sicherungsvermögen, also den Sicherungswert, Nennstrom beachten, sondern zum Beispiel auch so Dinge wie Trennvermögen der Sicherung. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt große Batteriepacks parallel schalte, dann komme ich mit Sicherheit über das Trennvermögen von so einer Megasicherung von 2 Kiloampere drüber und dann kann das einfach stumpf sein. Dass der Lichtbogen halt stehen bleibt, ne? Auch wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Und dann habe ich halt nichts gewonnen. Und das ist vielen Leuten halt auch überhaupt nicht bewusst, dass da einen deutlichen Unterschied gibt, beziehungsweise dass sowas überhaupt passieren kann. Ja, es gibt halt zwei Sachen. Das eine ist einfach Überlast. Also wenn jetzt irgendwo die 150 Ampere zum Beispiel vom BMS überschreite und das BMS schaltet ab oder eine Sicherung fliegt und das andere ist einfach Kurzschluss. Und wenn ich einen harten Kurzschluss habe, dann ist halt einfach Innenwiderstand vom Akku entscheidend plus Kabel. Und da haben wir halt jenseits irgendwo zwischen, ja, bei so einem Akku-Pack, was wir irgendwo haben, locker mal 20 Kiloampere oder so oder mehr. Und das muss eine Sicherung erstmal trennen können. Also alles, was irgendwie ohne Sand innen ist, ist schwierig, denke ich. Ja, das ist, ja, schon ein Problem. Also die Megasicherung, die wir da eigentlich zeigen wollten, die hat das sauber getrennt, aber es war halt auch nur ein 16S-Pack, ne? Also, aber das sah halt schon brutal aus. Da konnte man halt sehen, was da für eine Energie dahinter steckt. Und wenn wir dann halt viele Packs, also keine Ahnung, 6, 12, 10 Packs oder so parallel schalten, dann haben wir halt Ströme, da brauchst du schon eine dicke NH-Sicherung für, dass das ordentlich getrennt wird. Ja. Jo, next, Zellen, da wird es jetzt spannend. Da haben wir eine leicht punktierte Zelle. Was hat es damit auf sich, Matthias? Erzähl mal und dann suche ich schon mal das Video raus. Ja, ist ein Bekannter von mir, der hat das mal ausprobiert. Da war mit der Zelle irgendwie eine Ecke irgendwo eingedrückt oder irgendwas war, das weiß ich gar nicht auswendig. Und dann haben sie die Zelle mal zu 100% mal aufgeladen und mal einfach ausprobiert, was da passiert. Einfach mal eine 6x120 Spacks oder so mal durchgejagt. Und mal geschaut, was da passieren kann, ja. Also gucken wir mal. Hier auf Eistest gemacht. Hier, die ist ganz schön aufgebläht. Es bläst so ein bisschen ab. Nach einer Minute geht richtig die Post ab.
Nach 2 Minuten immer noch. Und nach 5 Minuten war es wieder vorbei. Okay. Ja, da denke ich, erkennt man einfach, dass das Problem ist nicht bei LFP, dass die Zelle es brennen anfängt. Also das glaube ich nicht, dass das irgendwie ein Problem gibt. Das Problem bei diesen LFP-Zellen ist eher der Rauch, weil der Rauch ist auch irgendwo brennbar. Und ich kann mir da schon gut vorstellen, wenn ein Keller ein relativ kleiner Raum ist oder so und das Ding raucht voll, irgendeine Zündquelle, das glaube ich, gibt schon ein Problem oder kann ein Problem geben. Aber, ja, genau. Also du hast, also es sind ungefähr 200 Grad der Dampf, der rauskommt. Genau. Und das ist Wasserstoff, der Anteil ist nicht ganz klein. Ja. Und das kann tatsächlich brennbar sein, ja, oder zumindest explosiv. Ja, brennbar ist jetzt dabei bei Wasserstoff, muss man ein bisschen gucken, aber ne, also es ist gefährlich. Und war leider keine Wärmebildkamera dabei, wäre jetzt spannend gewesen, wie warm auch die Zelle wurde dabei und so weiter und so fort. Und, nee, leider nicht. Und ich glaube, Matthias, du meintest, die war am SOC 100% oder sowas in dem Dreh? Die war SOC 100%, die war komplett vollgeladen und ja, neu, also es war eine neue Zelle. Weil da muss man, glaube ich, auch unterscheiden, je nachdem, also je stressiger, also je vollgeladener, desto stressiger, glaube ich, insgesamt, oder? Ja, genau. Also wenn die ziemlich leer sind, da passiert eigentlich nichts mehr. Ich habe bei mir, bei meinen E-Roller habe ich mal so eine LFP-Zelle mal ausgebaut gehabt, weil die waren kaputt und die habe ich auch mal einige Versuche mitgemacht, weil ich 10 Stück übrig gehabt und da ist gar nichts passiert. Also die waren tief entladen, da kann man machen, was man will, Strom rein, Strom raus, passiert nichts. Also das ist völlig unspektakulär. Passiert nichts. Das ist ein guter Punkt. Also wenn man eine Zelle hat, wo man nicht weiß, ob die jetzt wirklich irgendwie noch pralle ist oder nicht, wenn man die entsorgen möchte, erstmal quasi kontrolliert leer machen, dass jo. Die Spannung am besten auf 0 Volt sinkt und dann kann eigentlich nicht mehr groß was mit passieren, oder? Ja, es heißt immer, wenn man die Dinge entsorgt, einmal komplett leer machen. Also im Idealfall irgendeine, sage ich mal, ein Auto, so ein Birndl einfach dranhängen, mal über mehrere Tage, bis einfach nichts mehr ist. Und dann hat die irgendwo 0 Volt und dann ist gut. Und dann ist da elektrisch nicht mehr viel, was da irgendwo reagieren kann. Chemisch natürlich irgendwo noch Potenzial vorhanden, aber wenn kein Strom fließen kann, passiert erstmal nicht viel. Ja. Also rein theoretisch, wenn halt eine Nachbarzelle, die noch Spannung hat, irgendwie abfackelt, keine Ahnung was, dann könnte die wahrscheinlich auch zum Brennen easy anfangen durch das Elektrolyt und das ganze Gedöns, was noch drin ist. Das wäre wirklich eine spannende Frage. Also das Thema hast du ja gerade bei Tesla zum Beispiel häufiger mal. Ne? Die haben ja diese 18650er Zellen, jede Menge davon und die gehen auf jeden Fall durch. Also wenn eine Zelle durchgeht, gehen sie alle durch. Mhm. Mich würde mal interessieren, tatsächlich, das hat mit Sicherheit auch niemand ausprobiert, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Mitte von so einem 16S-Pack, was ja viele von uns verwenden, einfach mal so eine Zelle kurz schließe, beziehungsweise oder hier so eine Schraube da durchdrehe, was passiert mit den Nachbarzellen? Sind die betroffen? Ja, nein, vielleicht? Also ich glaube, getestet hat das noch niemand oder ich habe noch nichts davon mitbekommen. Du hast doch relativ viele neue Zellen, Jens, oder? Ja, weiß nicht. Die waren noch gar nicht so teuer. Ja, aber also ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass da noch mehr passiert, außer in Anführungszeichen nur so ein bisschen Ausgasung. Da ist es voll stressig, dass das Ding da ausgast. Wenn es irgendwo im Wohnraum passiert, ist es extrem ätzend. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass das Ding Feuer fängt und was der Kugel nicht was passiert. Nee, also das ist. Ja, also man muss halt aufpassen. Wie gesagt, sind über 200 Grad. Es gab so ein Paper, da haben die das super vermessen. Und also würde ich jetzt nicht als ungefährlich bezeichnen. Auf keinen Fall, nein. Also wenn du jetzt irgendwas Brennbares daneben stehen hast und zusätzlich den Wasserstoff nicht unterschätzen, wobei der Anteil an Wasserstoff tatsächlich sinkt mit dem Ladezustand. Ach. Also die haben halt quasi die Zelle genommen und die einfach. Die quasi einfach erhitzt und dann geguckt, was rauskommt. Und auch der Anteil an Wasserstoff ist gesunken mit dem Ladezustand. Also das heißt wirklich, wenn ich die entlade oder die niedrig geladen sind, sind die ungefährlicher. Also wirklich insgesamt. Und das fand ich eigentlich ein recht spannendes Paper. Ich kann das vielleicht auch nochmal irgendwie in einem Video vorstellen oder so. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Wie, wenn sie jetzt geladener sind oder ungeladener sind, sind sie gefährlicher? Ungeladen. Also je ungeladen, mehr Strom drin ist, also mehr Energie drin gespeichert wurde, desto gefährlicher ist es quasi. Also es ist tatsächlich da, zumindest jetzt bei denen, die Messungen, die ich gesehen habe, war das, konnte man das, glaube ich, durchaus so sagen. Gibt ich auf YouTube ein Ami, dem das passiert ist, die Nachbarzellen LFP blieben heil. Okay. Ja, man muss halt auch gucken, die Zelle, die dehnt sich halt extrem krass aus. Ich weiß nicht, was dann
wenn man so ein richtig krasses Pack hat aus Metall, was dann nicht nachgibt nach außen, die anderen Zellen, die müssen es ja irgendwie, die kriegen den ganzen Druck ja ab. Also echt schwierig. Ja, dann wird wahrscheinlich das Ventil bersten. Ne? Das ist ja hier jetzt auch nicht passiert, oder? Guter Punkt. Ja, genau. Also da ist ja die Schraube drin. Ich denke, wenn das Ding in einem Pack irgendwo drin ist, dann bläst die einfach oben raus. Also auch diese NMC, die ich bei mir habe, da gab es auch schon bei mir einen Bekannten, der hat die gleichen Zellen. Da ist ein MPP-Lader ein bisschen hops gegangen und dann hat der Pack da irgendwo 5 Volt pro Zelle bekommen. Und da haben die Zellen halt einfach abgeblasen. Das ist auch recht unspektakulär eigentlich passiert, obwohl es NMC haben. Also einmal abgeblasen, ganze Kellersauerei ohne Ende, aber es ist eigentlich nichts Großartiges passiert. Also es hat mich auch gewundert, aber Glück gehabt. Also thermisch nicht durchgegangen. Ja, aber das kommt halt auch immer darauf an, wie die Dichte ist, die Leistungsdichte von den Zellen. Also ich denke, relativ neuwertige Zellen mit einer hohen Leistungsdichte, NMC, die gehen ziemlich sicher durch. Also da passiert garantiert was. Und hier jetzt bei dem Beispiel, ist da noch Elektrolyt ausgetreten oder irgendein anderer Schlons oder weißt du das? Soweit ich weiß, ist nicht. Wahrscheinlich nicht. Ne? Schreibt gerade, Ventil ist geborsten, der ganze Druck hat sich über die Schraube entladen. Ja, da ist schon. Also man hat das ganze Ausmaß jetzt nicht gesehen von der Rauchentwicklung, aber was da rausging über mehrere Minuten, ist schon echt hardcore. Ja. Was ist das für ein 280 Amperestunden steht drauf? Ah, okay. Also wir probieren gerade auch, das ist witzig, wir haben auch mal so einen Sicherheitstest probiert oder wir versuchen gerade so eine LFP-Zelle zum Brennen zu bringen und es ist echt schwer. Also wir hatten einen kompletten String. Also wir waren am Ende wir wussten nicht mehr, was wir machen sollen. Wir wollten jetzt nicht mit der Axt draufschlagen oder sowas. Also wir wollten es halt irgendwie mit Strom hinbekommen. Und wir haben es halt echt nicht so geschafft. Aber auch mangels starker Ladegeräte. Und dann haben wir irgendwie gedacht, okay, wir packen jetzt einfach mal den PV-String an die Zelle. Und ich dachte, schon spannend, was passiert jetzt eigentlich, ne? Man müsste jetzt irgendwie denken, also wenn du jetzt so einen String hast mit irgendwie, keine Ahnung, 800 Volt oder so, dann sollte schon ein bisschen was abgehen. Ja, mit Zelle. Das war erstaunlich, es passierte nichts. Also dann hast du nachgedacht und ich meine, klar, die ganzen Dinger, die haben halt, also die Zelle hat ja praktisch gar keinen Widerstand und dann ne, passiert da einfach nichts. Also es ist einfach dem Ding scheißegal. Es hat sogar vernünftig geladen, also wirklich, das Ganze hat sich so wunderbar sauber eingestellt, dass du quasi das Ganze ganz, ganz schön laden konntest. Also ja, direkt. Bis die Ladeschlussspannung erreicht ist von der Zelle und was passiert dann? Soweit sind wir nicht gekommen. Okay. Also, also die Sonne war nicht stark genug an dem Tag, das müssen wir vielleicht nochmal probieren, wenn wir ein bisschen mehr Saft haben, aber ansonsten hast du eigentlich auch nicht so viel Strom, ne? Es passiert halt nicht so viel, also die Spannung geht dann entsprechend runter. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja irgendwie deine 9 Ampere und das dauert dann halt ewig damit. Also es war irgendwie echt relativ interessant. Das habe ich mich auch schon öfters gefragt. Also so eine LFP-Zelle könnte ich ja rein theoretisch auch einfach mit 4 Volt laden. Die nimmt ja einfach nur so viel auf, wie sie jetzt gerade aufnimmt. Dann irgendwie 3,4 Volt oder so, wenn sie voller wird. Und dann, irgendwann ist es halt stressig, wenn sie gesättigt ist. Wenn man in Richtung 3,65 Volt geht, dann geht es halt relativ schnell nach oben. Dann ist halt irgendwie Fail. Aber bis dahin kann ich ja eigentlich mit mehr Spannung reinballern, oder? Also, ja. Ja, also es stellt sich natürlich dann irgendwas ein, je nachdem, also wie die, du hast ja den Zellwiderstand und dann halt irgendwie die Quelle, je nachdem, was das jetzt für eine Quelle da ist, da musst du schon gucken. Also das müsstest du vorher eigentlich ausrechnen. Es sei denn, dir ist es halt jetzt scheißegal wie uns und du willst die Zelle halt zum Sprengen bringen oder so. Das war jetzt unser Ziel, aber wir sind gescheitert tatsächlich. Also der Peter schreibt, dass er mal mit dem Gasbrenner die LFP-Zelle angegangen ist. Und ich habe das auch schon von jemand anderem mal in einem YouTube-Video gesehen. Mhm. Und es ist tatsächlich so, die haben sie nicht zum Brennen gebracht. Ja. Mhm. Was aber nicht heißt, also die Zelle selber wird wahrscheinlich nicht brennen, ne? Aber höchstens der Wasserstoff, wenn er außen irgendwie sich entzündet, ne? Durch irgendeinen Funken oder sowas. Ja, krass. So, dann haben wir zurück Zellchemie. Das ist ja auch das nächste spannende Thema. Nochmal ich möchte mich jetzt gleich leider verabschieden, so leid es mir tut. Kein Problem. Ihr könnt aber auch, glaube ich, im Zweifel ohne mich weitermachen, oder? Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so dramatisch. Also, alles gut. Sehr alles geil, gut. Dass du dabei warst. Ich meine, wir haben jetzt die 2 Stunden gleich voll. Wir werden vielleicht nochmal 10, 15 Minuten hinten dranhängen, aber bist auf jeden Fall entschuldigt. Ja, nee, also genau.
Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wie gesagt, wir können, ich glaube, die ganzen Themen, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen viel, das können wir sonst auch nochmal aufteilen. Ich fand es jetzt auch so gut und ich glaube auch, hatte den Eindruck, dass es für die Leute spannender war, weil hier die Zuschauerzahlen noch recht hoch sind. Genau. Ja, in Summe sind es noch 1350. Das ist doch super. Das ist doch ordentlich, ja. Ja, wow, dann schönen Abend euch, Jungs. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao. Ja, danke, ciao. Also, Zuschauer können gerne auch mal schreiben, ob das Konzept so besser ist als sonst, in Anführungsstrichen. Ob es cooler ist, wenn man so auf bestimmte Themen eben im Detail eingehen und die Anlagendaten so ein bisschen hinten vorlassen oder außen vor lassen. Also ich finde das Konzept so eigentlich auch stimmiger. Ich meine, wir können vielleicht in Zukunft auch, wenn die Themen in Anführungszeichen inhaltlich nicht so viel hergeben, vielleicht nochmal auf so Spezialthemen eingehen, was die eigene Anlage in dem Monat angeht. Also wie jetzt ich anfangs gesagt habe, dass ich echt Probleme habe mit dem Deepass Serial Battery und sowas, dass man vielleicht einfach so Spezialfälle einfach nochmal rausgreift und einfach mal kurz sagt, was einem halt irgendwie beschäftigt oder so. Und dass man dann halt in der Tiefe, wie wir es jetzt eben auch machen, dann so Spezialthemen allgemein angehen. Ja, also vielleicht mal ganz kurz, weil der Gino gerade schreibt, dass es Panikmache ist. Das wollen wir nicht. Ne? Wir wollen definitiv keine Panik machen. Wir wollen nur zum sauberen Arbeiten animieren. Ansonsten sind wir mit LFP-Zellen sowieso ganz gut bedient. Wir halten die für sicher. Das ist nicht das Thema. Nur gerade in der DIY-Szene, glaube ich, ist es immer wieder gut, mal so ein paar Dinge zu sagen, wie sauber gearbeitet wird. Ne? Ja. Hast du ja wahrscheinlich echt super zusammengefasst jetzt. Wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich es besser sagen sollte. Ja. Ja. Also, ich meine, wenn ich es nicht für sicher halten würde, würde ich es bei mir auch nicht hier im Technikraum stehen haben. Ja. Ja. Aber wir haben halt schon echt viele Sachen gesehen, die halt echt grenzwertig sind. Und ich weiß gar nicht, unserer Gruppe ist ja gerade auch erst ein Video rumgeschickt worden. Da hat es irgendwie auch nicht gebrannt im Keller, aber irgendwie so Schwelbrand irgendwie. Weiß nicht, war das von dir, Matthias, oder von dir, Helmut? Dieser Feuerwehreinsatz. Der Feuerwehreinsatz, genau. Ja, das habe ich bloß auf YouTube gesehen. Das war irgend so ein Fernsehbericht, keine Ahnung. Hab mich gewundert, dass nicht mal diese übliche Panikmache, die man so ist, Akkus im Keller und wir werden alle sterben. Das war eigentlich gar nicht so. Es hat irgend so ein Bastler oder irgend so was selber gebaut und dann, ja, es war halt auch nicht unbedingt so super geil aufgebaut, muss man auch sagen. Ja. Also war schon, glaube ich, schuldmäßig eher am Erbauer gelegen, wie der Schaden. Und da war es auch irgendeine Kontaktierung oder irgendwas, was man so an der Wand hat? Ja, ich könnte es gar nicht sagen. Keisen hat im Video irgendeinen Überspannungsschutz. Was das jetzt genau war, keine Ahnung. Also da waren es auch nicht die Zellen jetzt in dem Fall. Nee, und sah irgendwie nach Bleiakkus aus oder ein Bleiakkus, irgendein Laderegler, also irgendeine richtig gebastelte Anlage, richtig. Ja. Geil fand ich auch den Ferraris-Zähler, der dann wahrscheinlich zum Stromtracking irgendwie da war oder so. Ja, aber gut. Hier die Zelle, das sind diese neuen Kontaktierungen dieser Grade-A-Zellen. Und was hat es jetzt hiermit auf sich? Das kommt, glaube ich, auch von dir, Matthias. Ja, also diese neuen Zellen, Anführungsstrichen, die kommen angeblich von einer Firma, von einer deutschen Firma, die haben die irgendwie entwickelt für Hochstromanwendungen und die Zeichnungen sind irgendwie zu Eve gelandet und haben die das irgendwie gebaut. Ich bin aber gerade noch dabei, dass ich da nachschaue, ob das wirklich so ist. Schaut so aus, als wäre es so, da wird demnächst auch noch was dazu kommen. Die haben ein ziemlich geiles System für Balancing, mal was ganz was anderes, da sind so Netzteile drauf. Ist halt eher für Industrie gedacht, also für irgendwo 2C-Geschichten und ziemlich viele Zyklen am Tag und irgendwelche netzstabilisierende Maßnahmen, Hypercharger und so Geschichten. Und da kommt das irgendwo her. Und das hat sich jetzt irgendwo durchgesetzt, sind die auch freigegeben anscheinend, dass sie irgendwie in Masse produzieren und sind gut. Also ich denke schon, dass die besser sind von der Kontaktierung als die normalen Stifte, die man irgendwo drin hat oder die Gewinde. Das schaut jetzt eigentlich ganz vernünftig aus. Aber der Jens, du hast die, glaube ich, jetzt auch gekauft oder die gleichen. Was hältst du für den Dinger? Ich glaube, die sind gar nicht so schlecht, oder? Nö, die taugen. Die taugen. Ja, ja, definitiv. Ach, guck mal, das ist ja sogar mein Gag. Moment. Entschuldigung, ich war gerade etwas abgelenkt. Ich habe gerade, also die Zellen sind auf jeden Fall vom Pol her sind die deutlich besser, finde ich, also rein von der Fläche her, auch darunter liegen, wenn man, jetzt sieht man es hier nicht so ganz genau, aber darunter früher war das so ein runder Pol, mittlerweile sind sie so achteckig und haben noch deutlich mehr Fläche als die alten und deswegen ist der
Also sind die Zellen meiner Meinung nach ja deutlich brauchbarer, auch weil das Gewinde deutlich tiefer reingeht als früher. Das heißt, man kann die jetzt, habe ich ausprobiert, problemlos mit 10 Newtonmeter andrehen. Früher waren es ja irgendwie so 6. Und da, also meiner Meinung nach sind, also das ist einfach cool. Also viel besser, definitiv, als früher. Gut, zur Zellchemie haben wir ja auch schon relativ viel gesagt. Hier sieht man einfach nochmal ein paar taufrische LFP-Zellen von dir, Jens, die du geliefert bekommen hast. Ja. Ja. Kann man jetzt stundenlang drüber diskutieren. NMC versus LFP und so weiter und so fort. Ja, also ich weiß nicht, Matthias, du hast bei dir ja auch die NMC-Zellen verbaut. Hast auch kein schlechtes Gefühl dabei, oder? Sonst hättest du ja auch nicht eingebaut. Nee, die sind recht unauffällig. Also ich hätte es nicht eingebaut, wenn die nicht so wenig Energiedichte gehabt hätten, das sage ich jetzt ganz ehrlich. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt neu, und ich muss halt einfach ehrlich sein, also ich will jetzt da keinen irgendwie dazu drängen, NMC einzubauen. Jeder, der das irgendwie neu aufbauen will, baut LFP ein. Also es ist erstens mal von den Kosten her, ist das mindestens genauso, außer man hat natürlich irgendwelche gebrauchten Autoakkus oder so übrig, das ist dann was anderes. Das Gute ist ja bei Lithium-Ionen, also bei NMC, man kann die halt problemlos in Container reinpacken. Also wenn wirklich damals sowas vorhat, dann kann man die NMC halt auch problemlos bei minus 10 Grad laden. Das ist den NMC halt eigentlich fast egal. Ja, und das ist der Vorteil irgendwo. Aber das ist bei LFP völlig egal, weil temperaturmäßig, also bei mir ist eh im Keller und ansonsten muss man halt wirklich eine Heizung einbauen oder irgendwie ein bisschen einpacken. Also das ist jetzt auch nicht so ein großartiges Problem, denke ich. Ich glaube, so oder so kann man es eigentlich zusammenfassen. Man sollte halt bestmöglich die Zellen monitoren mit einem BMS und halt Schutzvorkehrungen treffen, wenn die Temperatur zu hoch ist, wenn die Ströme zu hoch sind, whatever, wozu das BMS eben da ist, dass dann eben alles im schlimmsten Fall, getrennt wird, dass dann halt nicht noch irgendwie was eskalieren kann. Genau. Ja. Aber ich glaube, es hat auch schon den Grund, dass die Fahrzeughersteller ja auch tendenziell auf LFP gehen, ne? Von NMC weg. Liegt natürlich auch daran, dass die Energiedichte bei LFP viel besser geworden ist in den letzten Jahren. Ne? Das auch, und ich denke, das ist aber auch eine Preissache. Also ich bin jetzt da ein bisschen, kenne ein paar und ich denke schon, dass die LFP mittlerweile preislich schon günstiger sind im Vergleich zu NMC. Ja. Dann haben wir noch Packaufbau im Angebot. Oh, da sind neue Bilder drin, sehe ich gerade. Sehr cool. Wird die beigeschustert? Ja, ist von mir wieder. Ah. Das ist ja ein ordentlicher Pack hier unten. Schön zusammengespannt. Das sind Winston-Zellen, oder? Ja, vor Kalb sind die. Aber auch so Kunststoffgehäuse. Die sollen beim Modellfliegen haben wir die drüben. 5,5 Kilowattstunden oder so. Ja, schon ein bisschen älter, die Dinger. Aber die laufen auch. Braucht man nicht komprimieren, oder? Also. Ja, doch. Muss man auch komprimieren. Ich glaube, da hinten und vorne so ein Alu-Teil dran. Ja, also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Komprimieren und am Ausdehnen hindern. Ne? Ja. Das alte Thema. Ne? Also du brauchst sie nicht komprimieren, aber du solltest sie am Ausdehnen hindern. Also es scheiden sich die Geister. Wie gesagt, die eine Firma, die ich jetzt da ein bisschen Kontakt habe aktuell, die betreiben im Hochstrombereich die Zellen unkomprimiert. Also die stellen die einfach so rein, haben flexible Verbinder allerdings. Das ist halt wirklich wichtig, dass, wenn man sowas macht, dass die Verbinder wirklich flexibel sind. Weil wenn der Akku sich ausdehnt und arbeitet, dann schert es da oben irgendwas ab. Aber die haben die im 2C-Bereich irgendwo, fahren die Zellen mit ohne Komprimierung, ohne gar nichts. Und scheint auch zu funktionieren. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Also. Aber es ist halt so, wenn du so ein Pack zusammenstellst, ja, und du hinderst sie nur am Auseinandergehen, dann hast du, sobald die einen Tick versuchen auseinanderzugehen, hast du locker die Komprimierungsstärke, die du auch so anlegen würdest. Ja, ja, denk ich, dass das nicht viel ummacht. Also das macht nicht viel aus, glaube ich. Ja. Genau, da haben wir sie, die 300 Kilogramm pro Quadratmeter. Also so, lass uns mal weitergehen. Wir sind zeitlich echt schon. Ja. Hier nochmal, was den Packaufbau angeht. Hier habe ich den Namen vergessen einzublenden. Aber Blogleser hat mir auch nochmal das Bild zugeschickt. Das hatten wir ja schon mal am Start und haben dann drüber philosophiert. Und es war halt ein 16S-Pack, wo die
die Zellpole von Zentral Plus und Zentral Minus quasi nebeneinander liegen. Jo, und dann hat er die linke Busbar gelöst. Ja, und die dreht sich dann halt einfach so gegen den Uhrzeigersinn. Und dann eben, ja, ist es hier draufgeschlagen. Und dann hat es halt ein bisschen gefetzt. Und er hat echt Glück gehabt, dass es nicht irgendwie verschmolzen ist, sondern dass es halt in Anführungszeichen nur so ausschaut, wie es ausschaut. Er hat sich nicht verletzt, glücklicherweise. Aber da muss man echt brutal aufpassen. Ja, ja. Also nochmal der Hinweis, isoliertes Werkzeug ist Pflicht. Ne? Ach. Kommen wir gleich nochmal zum lustigen Bild. Ja. Zellanordnung. Weiß nicht, Thomas, was meintest du damit? Lass mich schnell überlegen. Also jetzt in dem Fall sind es halt alle irgendwie parallel geschaltet. Das ist jetzt hier bei Jens zu Hause, glaube ich, oder? Ja, das ist zum Top-Balancing. In unserer Halle, ja. Das ist in unserer Halle. Ja, wo wir den Workshop machen. Stimmt gar nicht. Am 14. ist unser Workshop und wir haben halt letzte Woche 276 von diesen Zellen geliefert gekriegt. Blöderweise habe ich echt nicht mehr auf dem Bild gekriegt, aber das sind nicht mal die Hälfte der Zellen, die wir gekauft haben. Und die werden jetzt halt gerade alle parallel geladen. Einfach, jetzt fragt man sich, warum? Weil die Packs sollen ja erst hinterher gebaut werden und einfach so kann ich die jetzt unbeaufsichtigt mehr oder weniger, da ist eine Sicherung dazwischen, kann ich die einfach laden lassen jetzt und dann alle paar Tage mal einmal umstöpseln. Da habe ich am wenigsten Arbeit mit. Auf 3,6 Volt, glaube ich, letzte die alle, oder? Ja, ja. Dann können die Leute ein vollgeladenes, gebalancedes Pack mit nach Hause nehmen. Lässt du die dann voll stehen so lange? Ja. Jens ist da schmerzbefreit. Zwei Wochen sehe ich da, also nee, mag man mich korrigieren, aber zwei Wochen sehe ich kein Problem drin. Ja, ich glaube, wenn man es nicht im Dauerbetrieb dann so hochlädt und dann so hoch stehen lässt, wobei wahrscheinlich ist auch kein Stress, kein Plan. Ja. So, dann haben wir noch Isolation hier. Sollte man am besten auch nicht machen, weil, wir haben es auch schon öfters gesagt, reicht schon, wenn dieses Teil hier einen kurzen irgendwo baut, ist halt auch schnell Game Over. Ja, und das Problem ist halt immer, die Leute sagen immer, naja, ist ja nur ganz kurz dran, ja. Das Problem ist, dass es verschmilzt, ja, und dann bleibt es dran, ja, und in 0, nix im Zweifel. Ja, safety first. Zur Isolation ansonsten, also so Second Layer of Protection und solche Scherze, gehört ja auch dazu, dass man zwischen die Zellen dann eben nochmal diese Kunststoffabtrennungen eben dazwischen packt, dass man eben nochmal, auch wenn die Zelle irgendwie, wenn da irgendwas passiert, thermisch, wie auch immer, oder auch mit Säure oder was der Kuchen was, dass eben diese Plastikfolie außen, diese lila Plastikfolie, die ist halt super, super dünn und dass die Zellen dann nicht untereinander irgendwie Kontakt bekommen übers Gehäuse, macht es halt eben Sinn, dass man da nochmal diese, sind ja meistens gelb, diese Zwischenplastikdinger da reinschiebt, die so einen halben Millimeter oder Millimeter dick sind, dann ist man da auf jeden Fall auch nochmal auf der sicheren Seite. Genau, ich weiß nicht, ob du gerade gesagt hast, weil unter der blauen Folie bin ich am Pluspol, ne? Ja, wobei, da ist der Widerstand, glaube ich, auch relativ groß. Also da, ja, aber über Zeit kann natürlich auch was passieren. Sollte man auf jeden Fall Acht geben, ja. Dann haben wir hier ein schönes BMS noch im Angebot. Also, dass man BMS braucht, haben wir schon öfters drüber gequatscht, was eben die im besten Fall alle Zellen monitort, dass man da eben keine Überspannung hat oder Unterspannung, dass man insgesamt nicht zu viel Ampere reinpumpt aus der Zelle oder in die Zelle oder eben rausholt. Und hier in dem Fall, da kommen wir vielleicht auch noch zum nächsten Punkt, den können wir gleich mitnehmen. Ja, mitmachen, ja. Genau, in dem Fall sind es MOSFETs. Unterschied zum Relais, kann da jemand kurz was dazu sagen oder wo steht ihr drauf? Was habt ihr im Einsatz? Ja, es hat beides irgendwo seine Vor- und Nachteile. Also ich habe die ersten paar Anlagen, die ich irgendwo gebastelt habe, da habe ich immer ein DC-Relais genommen aus der Automobilindustrie, sage ich mal, das irgendwo wirklich geratet ist für, keine Ahnung, kann 6 kA abschalten oder so, weil diese MOSFETs halt mal gerne ein Problem machen und ich habe halt einmal einen Fall mitbekommen und da bin ich halt seitdem ein bisschen vorsichtig, dass die MOSFETs einfach zerfetzt, also die haben kaputt gegangen und MOSFET macht halt, wenn er kaputt geht, meistens einen Kurzschluss und dann war die Anlage halt einfach an, ja, und ist einfach nie aufgefallen. Die Anlage ist gelaufen, es war nie ein Thema und irgendwann ging halt ein MPP-Lader mal kaputt und hat dann
die Spannung halt dann etwas erhöht. Das war übrigens diese NMC-Zellen, was ich gesagt habe, vorher, wo dann das Elektrolyt sich im Keller verteilt hat. Es war halt ja einige Fehler hintereinander, ist halt einfach blöd gelaufen. Und da ist halt schon gut, oder wäre es schon gut, wenn man eine zweite Sicherung hätte oder irgendein Monitoring oder irgendwas drin, dass man eine gewisse Redundanz hat. Weil so ein BMS, gerade in der Größenordnung, kann halt auch mal versagen. Das wird immer schwierig, wenn man sich einen Akku reinbaut für 6.000 oder 8.000 Euro mit Wechselrichter und alles. Und dann spart man halt einfach am BMS oder wird einfach da irgendwo was versucht, Geld zu sparen. Ist schwierig. Es ist ein schwieriges Thema, ist klar. Man muss irgendwo schauen, dass es wirtschaftlich bleibt. Aber MOSFETs ist schwierig. Und ob die jetzt wirklich diesen Kurzschlussstrom abschalten können, das ist auch immer so ein Problem. Also die schalten ja nicht die warten jetzt nicht, bis der Strom quasi da ist zum Abschalten, sondern die versuchen, soweit ich jetzt informiert bin, dass die Flanke, wenn die Flanke relativ steil ansteigt vom Strom, das dann schon ausschalten. So ist die Theorie. Sonst könnten die den Strom gar nicht abschalten. Und das ist immer ein bisschen schwierig bei MOSFETs. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja. Mhm. Thomas, du hast eine Frage eingeblendet. Ja, die kam vorhin schon mal, da haben wir sie noch nicht, ich hatte sie mir weggespeichert, aber jetzt würde ich sie doch noch mal reintun, weil die Frage war, warum wir es auf Sicherheit achten und dann in Holzkisten bauen. Also Holzkisten sind nicht primär unsicherer als Metallkisten oder so, ja, was das Thema angeht. Wenn es um zum Beispiel Brennbarkeit geht, du kriegst diese Holzkisten, von denen wir reden, das sind, was hast du für Platten? Heißt es MDF? Ja, das sind MDF-Platten, die kriegst du extrem gar nicht angezündet im Prinzip, ja. Und dafür haben sie den Vorteil, dass sie nicht leitend sind, ja. Also es ist nicht so, dass Holzkisten per se unsicherer sind an der Stelle. Sieht halt eher nach Gebastel aus, aber genau. Wenn man es von. Aber es hat keine Implikation auf die Sicherheit. Was ist das hier von BMS, was wir sehen? Das ist das von vorher, das ist JK, was ich. JK, okay. Genau. Ah, das war das mit den 200 Ampere über die, ja, okay. Genau. Alles klar. Ja, genau. Also Thomas und ich, wir haben ja auch die BMS von JBD, ja. Mit diesem physikalischen Trennschalter, wobei da kann man auch drüber spekulieren, ja, schafft der wirklich 200 Ampere mehrmals oder geht er auch kaputt oder bleibt er hängen oder weiß der Kugel was? Ja, steckt man nicht drin. Ja, also by the way, diese großen Trennschalter, die auch in die E-Autos verbaut sind, die schaffen die Trennleistung auch nicht öfter. Also es steht laut Datenblatt irgendwo drin, also ich habe auch ein paar gehabt irgendwo im Einsatz, da steht auch irgendwo drin bei, was weiß ich, 300 Ampere oder 500 Ampere oder Kurzschlussstrom und bei, müsste es lügen, glaube 3 Kiloampere schafft das Teil genau einmal zu trennen und dann ist halt kaputt. Das ist immer harsch. Ist halt so, ja. Das verglüht dann innen drin alles. Multiplex, ja, sorry, genau, Multiplex. Korrekt, ich habe es eingewendet, weil hier ist natürlich Quatsch, MDF ist. Ja, sorry. Multiplex, beziehungsweise Siebdruck, weil dann auf der einen Seite oder auf beiden Seiten die Flächen beschichtet sind, ja. Ja, ich bin da bei dem Naming völlig raus. Ja, ja. Ja. Genau. Hier hat auch noch jemand ein Bild zugespielt, das ist auch von dir, Matthias, oder? Ja, genau. Also wie gesagt, das erste habe ich so aufgebaut mit diesem Chargery BMS und habe halt diesen Schneider drin, weil ich halt irgendwo dem sage mal, mehr vertraue als den MOSFETs. Die sind relativ teuer, ne? Ja, ich habe den auch Gebrauch gekauft, aber neu sind die fast unbezahlbar, ja. Also das ist Wahnsinn. Also gefühlt schon an die 1.000 Euro, oder? So gefühlt. Wüsste ich jetzt gar nicht so genau. Also auf jeden Fall mehrere hundert Euro. Also ich habe auch schon mal einfach mal geguckt, so ganz lose, was die Dinger kosten und das ist schon brutal. War eBay geschossen, glaube 70 Euro oder so. Yay. Wobei, weißt du ja auch nicht, wie oft der vielleicht schon ausgelöst hat, oder? Weiß man das doch irgendwie? Nee, war neu. Ah, okay. Originalverpackung, habe das Ding auch angeschaut, also der war nie im Betrieb. Gut, dann Balancer, was sehen wir hier? Da ist kein Balancer vorhanden, glaube ich. Ja, genau. Was sehen wir hier? Das war halt nur ein Test. Also es gibt ja auch Leute, die so Dinge halt ohne Balancer laden oder ohne BMS allgemein. Das muss man halt an der Stelle auch sagen. Gibt auch übrigens Akkuschrauber von namhaften Herstellern, die kein BMS drin haben, was ich sehr erschreckend finde, wenn ich ehrlich bin. Und wo man auch mehrere Zellen in Serie hat? Genau, wo dann 4 oder teilweise 6 Zellen in Serie sind, ohne irgendwas, einfach nur stumpf die Spannung drauf. Und das ist schon heftig, dass es überhaupt funktioniert. Und ja, das ist nur so ein Akku vom Roller mehr gewesen, da habe ich bloß mal was getestet.
Also auch, da ist natürlich ein BMS dran, im Roller ist schon klar, aber sollte man nicht machen sowas, ja. Genau, weil hier ist immer keins. Nee, hier ist keins. Ja, das ist wieder die alle Leier, wenn man eine richtig gute Zellen hat und wenn die gut top-balanced sind, braucht man eigentlich keinen Balancer, aber ich bin auch ein Fan von den Knee-Balancern mit diesem 4 Ampere Balancing-Strom, was sie vielleicht real nicht ganz schaffen, aber da kriege ich eigentlich immer alle meine Packs gerade gezogen. Jetzt gerade nach dem Winter dauert es 1, 2, 3 Tage, wenn genug PV-Leistung da ist, wenn die Zellspannungen über 3,45 Volt gehen, dann legt der Knee-Balancer los und dann dauert es ein paar Stunden. Da habe ich eben diese Float-Spannung auch relativ hoch angesetzt von den Multiplus und dann, ja, nach ein paar Stunden gleichen die Zellen sich alle bis auf ein paar Millivolt an. Also das ist echt immer schön zu sehen, wie gut es funktioniert. Da passt die Frage gleich dazu. Wie viel Volt-Differenz sind normal? Kann man so nicht sagen, aber also der Balancer bringt die immer runter auf, keine Ahnung, 5 Millivolt, 3 Millivolt. Das hatten wir vorhin schon. Wer viel misst. Ja, ja. So aufs 100. Volt wird der auch nicht genau messen, aber wenn man auf 10 Millivolt Differenz, wenn das anzeigt und dann plus minus, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wichtig ist halt, dass eine Zelle nicht abhaut über 3,65 und das verhindert der einfach. Perfekt. Genau. Und unter Last kann die Differenz schon mal größer sein, ja, sowohl beim Laden als auch beim Entladen. Aber dann reden wir auch über, keine Ahnung, 30 Millivolt, irgend sowas. 40, mehr ist es selten, oder? Ja, genau. Und man darf halt nicht vergessen, dass man sich entscheiden muss, ob man Top-Balancing macht, also dass man quasi, wenn der Akku voll ist, die mit möglichst geringer Differenz hat, oder wenn er leer ist. Das wäre halt Bottom-Balancing. Also die meisten machen ja Top-Balancing. Aber das heißt dann nicht, dass wenn der obenrum komplett sauber ausgebalanced ist, dass das dann beim Entladen irgendwo bei der Abschaltspannung auch so ist, weil sie halt trotzdem minimal unterschiedliche Kapazitäten haben. Ja. Ja, und da ist ja wieder die Philosophie, kann man auch wieder drüber streiten, aber eigentlich macht es nur Sinn, dass man kontinuierliches Top-Balancing macht mit dem Balancer, dass die Zellen nach oben hin zusammenlaufen und nach unten hin laufen die halt auseinander, weil die Zellen haben halt unterschiedliche Kapazitäten. So what? Dann haut halt eine Zelle schon unter 3 Volt ab, während die anderen meisten noch irgendwie bei mir beispielsweise bei 3,02 oder, nee, schlag mich, 3,05 Volt sind oder so. Aber es ist halt, it is what it is. Wenn ich da unten wieder balancen würde, dann hätte ich wieder das Problem, wenn ich auflade, dann trifft sich's oben wieder nicht. Und dann, ja, denke ich mir, trifft sich's halt oben im besten Fall. Und wenn ich halt entlade, ja, dann haut halt eine Zelle, wie gesagt, nach unten hin ab und dann höre ich halt einfach auf, den ganzen Pack zu entladen. Dann habe ich halt nicht 100% an Kapazität, was den Pack angeht, sondern vielleicht nur, keine Ahnung, 97, 98, je nachdem, wie weit die Zellen auseinander driften. Aber dann ist es halt, dann brauche ich nicht die ganze Zeit Energie hin und her shiften. Aber ist auch wieder ein Thema, da kann man auch wieder stundenlang drüber diskutieren. Meistens legt mir eine Spannung fest, ab der gebalanced wird und passiert ja quasi nichts beim Entladen. Ja, genau. Ja, ja, bei guten Balancern, aber ja. Aktiv oder passiv Balancer, wir empfehlen generell die aktiven, ne, würde ich sagen. Ja, wobei, ich glaube, Jens meinte auch bei so Grade-8-Zellen, die wirklich gut gematcht sind, auch vom Innenwiderstand her gut sind, da reicht, glaube ich, auch passive, theoretisch. Ich habe, das ist tatsächlich auch die Erfahrung über die letzten, also wir haben ja schon mehrere Workshops gemacht und bis jetzt ist es so, dass wir da mit den Zellen auch entweder einfach Glück hatten oder tatsächlich aufgrund der Menge einfach immer die gute Qualität gekriegt haben. Wenn du die einmal quasi auf dem gleichen Level gebracht hast, danach ist das Thema durch. Dann der Balancer, der arbeitet so gut wie gar nicht mehr. Ja. Also ich habe ja immer noch bei mir das C-Plus BMS im Einsatz, das nur mit 100 mA balancen kann. Das jetzt seit einem guten Jahr und da ist noch gar nichts abgedriftet. Und das werde ich jetzt auch immer wieder gefragt, weil ich natürlich auch die Fotos gepostet habe bezüglich der Zellen, die da jetzt einfach so rumstehen, sag ich mal, die nicht verspannt sind oder sonst irgendwas. Bei dem Ladestrom, den ich da reinschiebe, das ist ja nur, also das sind immer 16 Zellen in einem Pack mit 40 Ampere Ladestrom, da passiert mit den Zellen exakt nichts. Da kann man hinterher einen Winkelmaß dran halten und die sind absolut plan. Da ist nichts, null aus, also, ne, weil man sagt ja immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn man die das erste Mal lädt, dann blähen die sich auf und was weiß ich nicht alles. Das passiert da einfach stumpf nicht. Die sehen aus wie geleckt und neu, wenn man sie einmal komplett geladen hat. Mhm.
Frage, wie oft macht ihr Top-Balancing im Winter? Ich habe gar keins, mach gar keins. Das Spannende ist ja, bei so kommerziellen Lösungen, die machen gefühlt alle 2-3 Wochen so einen Top-Balancing. Dann werden die Zellen oder die Batteriepacks sozusagen aus dem Netz geladen, damit die halt SOC-mäßig wieder auf 100% gebracht werden, damit sie halt wieder kontinuierlich so ein Top-Balancing machen, weil wahrscheinlich der Balancer insgesamt nicht groß genug ist und der Zelldrift halt zu groß, dass sie eben das alle 2-3 Wochen mal machen müssen. Aber ich persönlich mache da auch im Winter gar nichts. Da gurken die SOC-Werte halt irgendwie zwischen 10% und 30% so den ganzen Winter durch. Vielleicht, wenn mal Sonne rauskommt, geht es vielleicht ein paar Prozent höher. Und wenn die Sonne wegbleibt, dann, ja, also ich lasse immer ein paar Prozent nach unten hin stehen. Und jetzt im Frühjahr dauert es halt 2-3 Tage, bis sich alles wieder getop-balanced hat mit den Need-Balancern und dann ist das Ganze auch wieder gut. So ist mein Ansatz. Genau. Nee, also extra vollladen tue ich auch nicht. Nee. Ja. Lithium-Ionen ist das Problem ja eh nicht vorhanden, weil die ja quasi linear sind vor 10-90%. Also das ist, ich habe mal eine Anzeige gebaut für einen Bekannten, das war einfach nur eine Spannungsanzeige. Also das ist wirklich konstant Strich dort. Ich habe das rausgemessen. Wahnsinn. Das kann man echt vergessen. Das ist echt ein guter Punkt. Bei den NMC-Zellen, dadurch, dass es so linear ist, brauchst du eigentlich fast gar keinen Balancer, oder doch? Nee, ja, Balancer brauchst schon, aber du brauchst halt, ich sag mal, da würden wahrscheinlich 100 mA reichen für die 30 Kilowattstunden. Also das Charge Release kann 1 Ampere, sind ein paar Widerstände drin, aber das macht quasi nichts. Also ich habe irgendwo immer so 5 bis 8 Millivolt Differenz, auch teilweise unter Last, aber da tut sie nichts. Also das ist ein Witz. Also die NMC, die gehen bis 4,2 Volt oder bis wo hoch gehen die? Zugelassen sind es bis 4,1, glaube ich, ja. 4,15 und runter bis, ich müsste es lügen, glaube 2,9 oder so, 3. Aber ich nutze die bis, also zwischen 3,4 Volt und 4 Volt nutze ich die. Und da kriege ich, ja, nutzbar AC-seitig bei mir jetzt ungefähr 22 Kilowattstunden raus. Das heißt, der Unhändler lässt dir echt relativ viel Platz. Ja, also das, ich sage es mal, man könnte es noch anders einstellen, man könnte noch mehr rausholen, aber es soll nicht lange halten und ich will die Dinge einfach nicht stressen, also NMC will ich nicht stressen. Und NMC und LFP kann man eigentlich nicht stressen, oder? Also LFP, glaube ich, ist Spannung halt einfach das Thema. Wenn die in dem Spannungsbereich betrieben werden, denke ich, da wird nicht viel passieren. Also wie will man das eh feststellen? Soll ich das jetzt mal messen, wie viel das da rausgeht aus der Zelle? Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist mit diesen 80% raus. Ich glaube, wichtiger ist die Spannung, dass man einfach sagt, okay, keine Ahnung, 3,45 Volt oder so maximal und runter bis 3 oder ich weiß nicht, wie weit ihr runter geht, aber runter. 2,9, glaube ich. Ja. Dann ist es gut. Dann, was soll da passieren? Gut. Ja, das ist ja immer das endlose Thema auch bei den LFP-Zellen, dass die Leute sich da an den SOC-Prozenten irgendwie aufhängen und die sind ja, eigentlich gerade im Winter relativ wenig aussagekräftig. Also da bekomme ich ja immer wieder Zuschriften und diskutiere auch mit Leuten. Schwierig. Ich schaue mal auf die Uhr. 2:27. Ja, fast. Wenn du keine Fragen mehr hast im Angebot, Thomas, dann würde ich auch sagen, war eine mega coole Session. Ja, ich habe schon noch, lass mal schnell gucken. Schau gerade mal, was hier noch schnell reinpasst. Also wir haben immer noch 1213 Zuschauer. Nee. Ja. Sehr vielen Dank an alle, die so lange durchgehalten haben. Die Inhalte scheinen ja schon cool gewesen zu sein. Vorhin habe ich schon gelesen, die einen sagen, oder einer hat geschrieben, der Schwanzvergleich, den wir normalerweise mit den PV-Anlagen Gedöns machen, ist cool, dass wir es diesmal nicht gemacht haben. Okay, ich habe es eigentlich immer dahingehend gesehen, dass man es eher so ein bisschen vergleicht mit verschiedenen Ausrichtungen, egal wie groß die Anlage ist, dass man es einfach so ein bisschen vergleichbar macht mit verschiedenen Techniken, AC-seitig geladen, DC-seitig und einfach mal so ein bisschen gegenüberstellt, um einfach so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Aber gut, dann ist es halt so angekommen, dass man nur die Anlagengröße vergleicht, okay. Aber also insgesamt finde ich das Konzept auch so cooler, dass man da weniger auf die Anlagen an sich drauf eingeht, vielleicht auf irgendwelche Special-Sachen und dann mehr irgendwie so Themen rausgreift und die dann durchnudelt. Ja, ich möchte vielleicht sagen, es gibt noch 2-3 Fragen, wo ich gesagt habe, ich notiere sie mir, auf die wir jetzt nicht gekommen sind, bitte das zu entschuldigen. Die passen jetzt vom Thema auch gerade nicht mehr dahin, aber ihr könnt sie gerne, wenn ihr wieder reinschaut, nochmal stellen.
und dann mich vielleicht darauf hinweisen, dass ihr sie schon mal gestellt habt, dann behandeln wir die natürlich auch nochmal. Dann werden die priorisiert behandelt. Genau. Jo, tausend Dank euch allen, vor allem auch dir, Matthias. Warst das erste Mal dabei. Ich hoffe dir hat es auch gefallen und du bist beim nächsten Mal hoffentlich auch wieder mit dabei. Ja, wenn ich darf, gerne. Klar, wer dabei sein will, darf dabei sein. Weiß nicht, in der Gruppe sind wir jetzt schon um die 10 Leute. Jeder hat mehr, immer Zeit. Ja. Von daher, so eine 5er-6er-Runde ist immer cool. Bringst super viel Wissen mit. Deine Anlage ist auch echt spannend. Da können wir auf die ein oder anderen Details auch nochmal bei den nächsten Sessions eingehen. Wie gesagt, Richtung Wärmepumpe oder wie die Energieversorgung quasi ist im Haus. Wann, was, wie priorisiert versorgt wird oder auch nicht. Weiß nicht, ihr Auto, glaube ich, hast du auch, oder? Habe ich auch, ja. Aber wie gesagt, das ist alles recht rudimentär bei mir. Also ich habe es da nicht Smart Home-mäßig extrem viel. Weil, wie gesagt, wir haben 4 Generationen im Haus. Das ist einfach schwierig. Ja, aber da kann man sich schon langsam so rantasten. Ne? Ja. Ist ja gut, wenn Luft immer nach oben ist noch. Ja definitiv. Cool. Okay. Dann würde ich sagen, tausend Dank an alle, die zugeschaut haben. An alle 1600. Bitte? An alle 1000, fast 600. In Spitze, genau. Jetzt sind es noch 1213. Macht's gut, haut rein. Wir sehen uns spätestens nächstes Monat, denke ich mal, mit der nächsten Session. Ihr könnt gerne auch Vorschläge machen, was wir behandeln sollen inhaltlich. Wir sind für Themenvorschläge, glaube ich, immer offen. Absolut. Und können da eben flexibel drauf eingehen. Jo. In dem Sinne, macht's gut, haut rein und wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Jo. Bis dann.